Ja, hallo und guten Abend zu einem neuen Livestream hier auf dem Kulturstudio-Kanal. Heute, ja, wollen wir uns ein bisschen über vielleicht positivere Dinge unterhalten, beziehungsweise über Lösungsansätze. Und dazu begrüße ich erst einmal recht herzlich Daniel Frank im Kulturstudio. Hallo Daniel. Moin, moin. So, Moment, ich muss hier die Technik, genau, jetzt sind wir beide im Bild. Ja, Daniel, wie kommt diese Sendung zustande? Können wir ganz kurz nochmal darüber sprechen? Wir haben ja nur in den letzten 2, 3 Sendungen über die Corona-Krise gesprochen, über die ganzen schlimmen Dinge, die jetzt so langsam hier wahr werden, über die wir ja seit vielen, vielen Jahren aufklären. Und kurz danach hast du dich auch nochmal bei mir gemeldet, hast gesagt, ja, lasst uns doch nochmal den Leuten ein paar Lösungsansätzen für die Krise geben. Also wir sehen ja, dass es momentan sich zuspitzt. Man kann wahrscheinlich mit Ausgehverboten rechnen und so weiter. Also dass sowas Ausgangssperren auch noch hier auf uns zukommt. Da muss man natürlich aussehen, wie kommt man da weiter und so weiter. Und du bist ja im Verein Die Waldgeister engagiert. Wir haben euch ja mal besucht bei Ein Fall für zwei, damals noch mit Frank Stoner und dem Boris. Und da haben wir schon einmal deinen Permakulturgarten besucht und ja, waren sehr begeistert über das, was du da aus diesem Stückchen Land gemacht hast. Ich denke, heute wird es, oder in diesem Jahr sieht es wahrscheinlich dann noch viel, viel besser aus als 2018, glaube ich, waren wir bei dir, ja? Ja. Wir wollen heute praktisch einfach mal ein paar praktische Tipps mit an die Hand geben, auch zur Selbstversorgung, generell zu vielen, vielen Sachen auch. Hygiene zum Beispiel spielt ja auch bei der Permakultur eine gewisse Rolle. Thema EM, ja, also effektive Mikroorganismen, das werden wir bestimmt alles noch besprechen oder wird uns der Daniel noch was dazu sagen. Ja, also Daniel, du hast ja gesagt, oder du sagst ja, der Mensch ist ein Holobiont. Was meinst du damit? Ja, so ein schönes Wort, oder? Ja. Also Holo, ganz, also ich weiß nicht genau, wie man das jetzt lateinisch übersetzt, aber es geht eigentlich darum, wie ihr das in diesem schönen Bild sieht, was leider durch uns beiden Fratzen hier ein bisschen verblendet ist. Ja, ich kann das mal einblenden. Das finde ich eine ganz tolle Darstellung. Ich blende das mal ein, kleinen Moment. Ja, also macht ja nichts. Genau, also da sieht man jetzt im Endeffekt mal so eine künstlerische Darstellung, dass alle Lebewesen, Bäume, sind hier, hier ist ein Baum dargestellt, hier ist ein Hirsch dargestellt, eigentlich, dass das keine einzelnen Einheiten sind, sondern Holobionten, das heißt, die sind voller Leben, wahrsten Sinne des Wortes, beispielsweise der Mensch, da können wir jetzt schon mal auf die nächste Folie gehen, der hat ca. 30 Billionen körpereigene Zellen mit ca. 20.000 Genen. Und jetzt kommt's, ihr seht schon geschrieben, ja, 39 Billionen Fremdzellen mit ca. 500.000 Genen. Also die Zahlen, die muss man nicht ganz so genau nehmen. Das ist halt je nach Studie alles ein bisschen unterschiedlich. Und in dieser kleinen Grafik seht ihr halt, also da gibt es halt eine Masse an verschiedenen Mikroorganismen im Menschen. Das heißt, wahrscheinlich ist es sogar so, dass mehr als die Hälfte unserer Körpermasse gar nicht unsere eigene ist, sondern da sind Bakterien drin, Viren sind da drin und alles Mögliche an Mikrolebewesen, die uns mit ausmachen. Und wenn ihr da schon mal guckt, hier 20.000 Gene, die wir selber haben und 500.000 Gene, da wird für mich sofort klar, da will ich jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen, aber für mich wird da sofort klar, dass die Intelligenz unseres Immunsystems nicht bei uns liegt. Also nicht alles, wahrscheinlich ein Teil, aber der große Teil liegt doch bei diesen ganzen Organismen, die in uns drinne sind und mit uns eine Art Symbiose eingegangen sind, also ein Zusammenleben, ja. So, wenn nicht sogar uns mitgebaut haben. Soweit würde ich da fast gehen. Ja, also das ist tatsächlich sehr spannend, dass wir tatsächlich so viele verschiedene Fremdgene auch mit uns umhertragen, weil wenn man sich mit einem Virus mal beschäftigt, ist es ja nichts anderes als irgendeine DNA-Struktur, die man dann als Virus insofern deklariert, aber letztendlich da gar nicht so 100% jetzt weiß. Also ist es tatsächlich jetzt der Verursacher. Man behauptet es ständig, aber und bei der Anzahl kann ich mir auch vorstellen, da glaube ich, haben wir für die nächsten 100 Millionen Jahre bestimmt für jedes Jahr noch einen neuen Virus, den wir definieren können. Also was ich damit auch noch sagen will, ist,
Aus meiner Recherche, die ich jetzt schon länger betreibe, ist es einfach so, dass dort eigentlich nicht so richtig geklärt ist. Da wird ganz viel geforscht, da gibt es ganz tolle Erkenntnisse, wie zum Beispiel diese Zahlen, die ihr hier jetzt seht. Aber wie das alles im Zusammenspiel am Ende funktioniert, ist halt, da sind sie noch am Anfang, ja? Und deswegen muss man da ganz vorsichtig sein. Also ich vermute, das wird jetzt. Also auch in Bezug auf Virus und alles Mögliche. Ja, mehr möchte ich da gar nicht zu sagen. Also ich würde mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ja, so, das dazu. Okay. Ja. Ja, machen wir mal weiter, genau. Also der Mensch ist ein Holobiont. Das kann man mal erstmal festhalten. Der besteht halt aus ganz vielen Organismen und natürlich auch eigene Körperzellen. Also jetzt haben wir mal die nächste Folie für euch als Nachschlagewerk, also dieses Wunderwaffe Mikrobiom, kleine Helfer, große Wirkung. Da gibt es eine ganz tolle Dreisat-Doku, die ihr euch da nochmal reinziehen könnt, um das Wissen zu vertiefen. Das ist einfach total genial, wenn man da auch mal auf ganz andere Ideen kommt, wie unser Körper und das Immunsystem funktioniert. Und ja, und diesen Vortrag, aus dem ich jetzt auch ein paar Sachen hier drin habe, von dem Martin, bist du noch da? Ich bin noch da, ja, Ah, hallo. Gott sei Dank, hier war halt was geblinkt. Den habe ich ja noch mit eingeblendet, den Vortrag von dem Martin Grasberger. Der ist ganz genial. Kommt gleich auch noch das Buch dazu, zeige ich euch noch. Der hat nämlich das Wissenschaftsbuch des Jahres 2020. Darüber bin ich da auch drauf gestoßen. Und was mir gerade über das Mikrobiom auch bewusst geworden ist, ist, ich habe es ja unten als Punkt Geburt mit intaktem Mikrobiom bei natürlicher Geburt, Schrägstrich Hausgeburt und so weiter. Denn die Forschungslage ist auch da so, dass es so aussieht, als wenn quasi das Kind bei der Geburt quasi das erste Mikrobiom mitkriegt, aber nur bei der natürlichen Geburt durch die Scheide, ja, weil da diese ganzen, das Milieu da ist und das kriegt das dann mit. Die gehen ja auch mit offenem Mund quasi durch den Muttermund, durch diesen ganzen Geburtskanal und kriegen da quasi die Grundausstattung mit. Und die wird gefüttert durch die Muttermilch und die wird nicht gefüttert durch irgendwelche Ersatznahrung. Das heißt, es ist ja umso wichtiger, dass es ein Kind eine natürliche Geburt macht. Können wir uns an den Holländern orientieren mit 75%, glaube ich, ungefähr Hausgeburten. Das ist bei uns leider genau umgedreht. Aber das möchte ich nicht weiter ausführen, aber das nur mal für euch zum Nachdenken da draußen, wenn ihr Eltern seid, ja. Ich habe zwei Kinder und ich bin heilfroh, dass ich das alles weiß und dass meine Kinder natürlich zur Welt gekommen sind. Umso mehr ich darüber erfahre, ne? Und dann auch dieses. Einfach die Aufnahme positiver Mikroben im Umfeld und in der Nahrung, also was jetzt die Leute alle machen, die rennen los und holen sich Desinfektionsmittel, um sich zu schützen. Ich bin da sehr zweifelhaft, ob das einen Schutz darstellt, weil ich damit ja in meiner Wohnung, wenn ich da ein positives Milieu habe, kille ich das ja erstmal. Und das als Maßnahme gegen den Virus, ob das so sinnvoll ist, das finde ich, da würde ich mal ganz stark zweifeln, ne? So, und Also jetzt, im Prinzip ja. bringen wir damit ja ein großes Ungleichgewicht in diese Grafik, die du ja zum Anfang gezeigt hast, mit den ganz, ganz Genau. vielen ja, kleinsten Sachen, die in uns sind. Also man nennt das Mikrobiom, also da bringen wir sozusagen etwas durcheinander. Deswegen ist zu viel Desinfektion halt auch dann ein großes Problem. Also auch Antibiotika und alles, was, das sind alles Rieseneingriffe in dieses unglaublich ausgeklügelte System, das der Körper da geschaffen hat und die Natur im Zusammenhang, also dieses Mikrobiom einfach, das ist ja ein Riesenbiotop. Und jeder Eingriff, der da stattfindet, ist quasi etwas, was da das Gleichgewicht stört. Und da ich zähle persönlich da auch Impfungen zu, da will ich aber jetzt nicht drauf eingehen, da habt ihr auch viel schon zu gemacht. Genau, und jetzt, was kann man da machen? Also auch in den Sachen nur mal für euch jetzt Anhaltepunkt, um wenn man da Probleme hat. Also aus meiner Sicht alles, was voller Leben ist, also Rohkost, fermentiertes Essen. Ja, also wer noch. Wer vegetarisch unterwegs ist, auch Rohmilchkäse, so Sachen, ja, also wo einfach viel ganz unterschiedliches Mikrobiom drin ist, um einfach den Körper auszustatten mit Diversität. Denn Diversität, und das geht auch aus den Studien oder auch dieser Dreisat-Doku wird es auch schon gezeigt, Diversität ist quasi gut für das Immunsystem, für die Leistungsfähigkeit von Abwehr und so weiter. Also das ist das, wo es drauf hindeutet, ne? Und organische Verbindungen beim Essen, nicht keine Chemie, das heißt Sachen, die gewachsen sind und die aus der Natur kommen.
keine chemischen Verbindungen. Damit kann der Körper wahrscheinlich wenig anfangen. Das ist ja Ne? heutzutage gar nicht so einfach, ja. Also wenn man sieht, dass die meisten ja natürlich auch berufstätig sind, ja, und in ihren Ja. extern gesteuerten Zwängen sozusagen ja auch verhaftet sind, da haben sie ja meistens kaum die Möglichkeit, wirklich mal irgendwie nochmal überhaupt zum Bauern zu gehen oder zu jemandem um die Ecke, wo man an solche Dinge rankommt, ja, so gerade wenn man in Ja, der Stadt wohnt, richtig. oder gute Bioladen gibt es da mittlerweile auch, glaube ich, dass die auch mittlerweile sehr gut ausgestattet sind, ja, aber trotzdem ist es ja immer mit mehr Aufwand verbunden, als wenn man mal schnell in so einen Supermarkt geht, wo halt alles auf einmal da vorhanden ist, was man vielleicht bräuchte für den Alltag, ja. Ja, also wenn man was ganz Einfaches, ich habe mich jetzt die Tage so intensiv damit beschäftigt und hatte selber gerade noch vor ein paar Tagen oder von einer Woche noch eine leichte Grippe, Erkältung halt, ne? Und da habe ich gedacht, ja gut, jetzt gehe ich mal aufs Feld. Ich habe ja meinen Boden verbessert und dann habe ich mir halt mal noch eine Pastinake, die da über war, mit relativ viel Erde in den Mund gesteckt. Also kann man auch Mikrobiom aufnehmen. Und jetzt habe ich hier noch das Wort mit dem Smiley dahinter, Steinbewohner. Ich weiß nicht, ob du nochmal, also ich habe so ein schönes Buch, da kommen wir gleich aber noch drauf, von Herwig Pommeresche. Nur damit ihr das mal wisst, selbst Steine, Mineralien, also Gestein, ist relativ stark durchdrungen von Leben. Weil wir haben ja hier organische Verbindungen stehen. Ja, wie entstehen die denn, dass die verfügbar werden für die Pflanzen? Da sind Kleinstlebewesen, die schließen das Mineralgestein auf. Deswegen Gesteinsmehl auch super Sache. Umso mehr Oberfläche, umso schneller können sie es aufschließen. Und daraus entsteht ja alles. Also das Mineral steht zur Verfügung, wird aufgeschlossen und wird Teil des ganzen Lebens. So. Es gibt ja Und mittlerweile auch Leute, die sagen, Mineralien sind fast noch wichtiger als Vitamine. ja, Vitamine, das entsteht ja alles daraus. Also Enzyme haben ja einen Kern mit einem katalytischen Metall, wenn ich das richtig wiedergebe, aber so ungefähr. Und diese ganzen katalytischen Metalle sind ja nur also in Feinstform im Boden gebunden, aber auch nur, wenn man den Boden intakt hat. Also nicht nur totgedüngten Boden. Kommen wir gleich später noch drauf, es führt jetzt schon zu weit. Mach mal das nächste hier. Das ist noch ein geiles Beispiel bezüglich, was ist eigentlich mit uns Europäern mikrobiell los? Nämlich nicht mehr viel. Da haben sie verglichen die Hadza, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Das ist so ein Jäger- und Sammlerstamm in Afrika, die noch sehr ursprünglich leben. Und die haben ein bis zu zehnfach höheres, also ein riesiges Mikrobiom im Darm. Also da haben sie sich quasi den Stuhl angeguckt und haben das mit dem Europäer verglichen, in dem Fall Italienern. Und da sieht man halt einfach, dass wir aus meiner Sicht eine sehr, sehr einseitige Ernährung haben. Und damit eigentlich unsere Abwehrkraft aus meiner Sicht reduzieren. Ja? Sieht man in dieser Grafik eigentlich ganz schön, dass da einfach viel mehr los ist bei denen, auch viel mehr Diversität. Und das ist jetzt ja mal ein Baustein für euch, wo man sagen kann, mit dem Wissen kann man arbeiten. Da geht man jetzt mal raus, sammelt ein paar Wildkräuter, kommen wir später noch drauf und schafft sich mal wieder ein bisschen Mikrobiom im eigenen Körper an durch die entsprechende Nahrung. Ich denke mal, da kann man dann auch wirklich sich eine Resistenz, also dass man einfach wieder in die Kraft kommt. Also auch der Körper wieder ein bisschen Feuer an der Hand hat, wenn da was von außen kommt, ja. Wenn das überhaupt alles so funktioniert. Also das ist halt die Frage, ja. Ne? Also wir Okay. sind da einfach degeneriert in den Naja, also Industrieländern. man muss sich ja auch mal vorstellen, also wir hatten das ja mit Frau Dr. Psoller auch geklärt in dem Interview auch auf eurer Reise, also auf unserer Reise auch in den Süden sozusagen, da waren wir ja zuerst bei dir und Ja. haben da nochmal ein tolles Interview über das Mikrobiom geführt mit Frau Dr. Psoller und ja, also die hat halt auch da ausgeführt, dass es halt, wir bekommen ja nur noch sterile Nahrungsmittel. Also es ist halt alles, was im Handel ist, wird bestrahlt, wird sterilisiert, damit es halt, das sind ja sogar die Vorschriften für einen Ja, gewissen Handel. hier haben wir das Und Mikrobiom im Endeffekt getötet. genau. Wir kriegen also gar nicht mehr dieses natürliche Mikrobiom, können wir gar nicht mehr aufnehmen. Nebst natürlich auch Defizite selbst in diesen ja, Obst und Gemüse, das dort halt ausgelaufen Böden gezüchtet wird, da sind ja dann auch noch kaum die Inhaltsstoffe drin, die man normalerweise bei natürlich gewachsenen Lebensmitteln dann auch mit drin hätte, ja. Ja, und jetzt gleich das nächste, das ist nämlich genau das, was du gerade sagst. Kannst du mal das nächste reinschmeißen? Die Hutterer oder Hutterer und die Amish, das sind ja quasi zwei christliche
Lebensweisen, wo Menschen sich dafür entschieden haben, sehr christlich zu leben. Nur die Hutterer, die gehen eher so dem konventionellen Landwirtschaftsstil nach, also quasi moderne Landwirtschaft. Und die Amish, die machen eigentlich alles händisch oder noch mit Pferden oder mit Ochsen und so weiter, ne? So, und da haben sie festgestellt, ganz spannend, Zitat, bei den Amischen waren die Endotoxine-Konzentration 6,8-fach höher als bei den Hutterern. Bei den Endotoxinen handelt es sich um Bestandteile von Bakterien, also auch wieder hier Mikrobiom, die bei einer traditionellen Landwirtschaft über Kleidung und Schuhe mit in die Wohnung getragen werden. So, und das ist bei den Hutterern nicht mehr so. Folge ist, dass die halt Asthmaerkrankungen haben, die die Amisch in der Regel gar nicht haben. So, ne, also da auch wieder dieser Bezug aufs Mikrobiom, auf die Diversität, das hängt dann auch viel zusammen mit, einfach ist man tätig, macht man noch was in der Erde oder fährt man nur mit einem riesigen Panzer drüber, ne? Und da kann man eigentlich nur sagen, jeder von euch da draußen, der mal eine halbe Stunde am Tag im Garten ist und mal irgendwie eine Zwiebel aus dem Boden zieht oder mal die Hand in der Erde hat, der hat schon was für seine Gesundheit getan. Ne? Also der Kontakt sozusagen zum, also die Gartenarbeit letztendlich Das reicht sozusagen, schon. das ist schon praktisch etwas, was das Mikrobiom fördert, weil ich dort mit so vielen Mikroorganismen wieder in Kontakt komme, Ja. die ich dann, ja, die sich dann bei mir wieder ansiedeln. Ja, und wir kennen das eigentlich auch alle. Jeder kennt den Spruch, Dreck reinigt den Magen. Ja. Ne? So. Natürlich muss man das ein bisschen detaillierter sehen, weil man kann sich natürlich auch wirklich Dreck in den Mund stecken, der nicht so gut ist. Aber wenn man mal wirklich die kleinen Kinder einfach im Garten auch mal ein bisschen Erde essen lässt oder mal einen Regenwurm oder was, also das ist im Zweifel sogar sehr gut, ja. Aus Okay. meiner Sicht jetzt, ja, aus meiner laienhaften Sicht. Genau, mach mal die nächste Folie. Ich will mich ja nicht mit fremden Federn schmücken, denn vieles von dem, was ich euch jetzt hier gezeigt habe, das ist von dem Martin Grassberger, dieses ganz wunderbare Buch, das ich euch nur empfehlen kann, Das leise Sterben. Ne? Da geht es dann ums Mikrobiom, wie wir das immer weiter zurückdrängen im Endeffekt. Also gibt es auch auf YouTube einen ganz, ganz tollen Vortrag, den ihr euch angucken solltet. Also ist auch super, super spannend, der das mal wirklich zusammenfasst. Also da, ich habe jetzt da, ich wollte euch jetzt nicht tausend Sachen da noch, also ein paar Studien habe ich euch rausgesucht, also vieles von ihm jetzt. Genau, genug dazu. Ich denke mal, das war jetzt schon mal ganz wichtig. Und jetzt waren wir ja beim Menschen. Das ging jetzt ja alles eigentlich um uns, schon viel. Und jetzt kommen wir mal zu den Pflanzen. Gehen wir mal eine Ebene quasi tiefer. Kannst jetzt mal die nächste Folie machen. Weil da beschäftige ich mich auch viel mit. Wie ist das eigentlich bei den Pflanzen? Begriff Endozytose und Herwig-Pommersche, weil das ist da jemand, der sich da sehr mit beschäftigt hat und da auch ein tolles Buch zugeschrieben hat, das ich auch nur sehr empfehlen kann. Genau. Und jetzt schmeiß schon mal die nächste Folie an. Denn, jupp, hast du? Warte mal, ich habe hier. Ja, ich habe Ah es ja, jetzt da. genau. Das Zellmodell überdenken. Denn, das gängige Modell ist ja nach wie vor, bei vielen wird das ja, also in der Landwirtschaft wird so angewendet, dass man denkt, also wie das hier unten gesagt ist, Justus von Liebig hat ja quasi dieses chemische Modell entwickelt, wo er sagt, die Pflanzen erzeugen aus unorganischen, also quasi toten Elementen alle Bestandteile des Pflanzenlebens. Und die Nahrungsmittel aller grünen Gewächse sind unorganisch oder Mineralsubstanzen. Also er sagt quasi, aus der toten Materie entsteht das Leben. Das ist seine These. Deswegen düngen wir ja mit Mineraldünger und Phosphat und so weiter. Es gibt aber auch ganz andere Meinungen dazu, zum Beispiel von Hugo Schandall und Hans-Peter Rusch, die nämlich auch eher sagen, dass wenn so eine Pflanze stirbt, also quasi abgelebt hat, weil der Winter kommt oder was auch immer, dann teilen sich die einzelnen Bestandteile des Zellkerns auf in lebendige Bestandteile, also die Mitochondrien, Chloroplasten und der Kern und so weiter, in so eine Art Remutation, in so eine Art Urzelle und gehen in den Boden, also bleiben am Leben und werden dann wieder aufgenommen von den Pflanzen über die Wurzeln, also es nennt sich dann Endozytose, quasi, dass die lebendige Bestandteile aufnehmen, die dann wieder die Pflanze, also muss ich vorstellen, wie ein großer Lego-Kasten, da baue ich was draus, dann wird das zerstört und dann kann ich da mal wieder was Neues draus bauen. Und so scheint das viel eher zu sein. Also auch da, Leben erschafft Leben und nicht Tod erschafft Leben. Also dieses,
Ja, also Also wir haben ja dieses. die Vorstellung, dass es sich zersetzt letztendlich, ne? Ge Also genau, in das der. scheint gar nicht so zu sein, sondern es scheint schon so zu sein, dass das Leben auch natürlich quasi organische Materie, also organische Verbindungen aufbaut, also quasi chemiegebunden in organischen Zusammensetzungen, Kohlenstoffverbindungen und so weiter, als Ausscheidung, ja, also quasi schon Material, das zwar irgendwie lebendig war, aber dann eher nicht mehr weiterlebt, also quasi organische Abfälle. So. Aber ein Großteil davon bleibt am Leben und beides wird gebraucht. Ja? Und das zerstört eigentlich dieses ganze Düngemodell. So. Ganz andere Vorstellung halt. Ne? Ja. Was kann ich mit dieser Information jetzt praktisch anfangen, wenn Ja, ich das pass auf, weiß? das kommt Ach so, jetzt. okay. Gehen wir mal auf das nächste. Das ist jetzt nämlich die Frage. Ja, weil wir kommen ja nachher noch zur Krise. Wir wollen erstmal nur, jetzt geht es erstmal darum, ein paar Standpunkte zu klären, damit ihr da draußen so ein bisschen da reinkommt, wie man das denken kann. Das ist jetzt hier ein Auszug aus dem Buch von Herwig Pommeresche, das Modell vom Kreislauf der lebenden Substanzen. Und da sieht man, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ich habe da leider keine guten Grafiken im Internet zu gefunden. Das quasi, ihr müsst euch so vorstellen, das Leben stirbt und dann geht es immer wieder zurück. Ja? In diesen lebenden Bestandteilen, in die Wurzeln. Und die Wurzeln sind in der Lage, also der Fachbegriff ist Endozytose, lebende Bestandteile aufzunehmen. Und das ist halt das Bahnbrechende dabei. Also das Leben quasi Leben frisst und nicht sich aus dem Toten bildet. Und das, da gibt es ganz tolle, also die Glenn Margulis und so weiter, die diesen Begriff Humusphäre definiert haben. Und da geht es dann auch um wie muss der Boden zusammengesetzt sein, wie hoch muss der mineralische Anteil, der organische Anteil sein und wie hoch muss der Anteil an Leben sein. Und da kommt man auf ganz andere Sachen, wie das heute in der Landwirtschaft gemacht wird. Aber das würde jetzt zu weit führen. Genau, und schmeiß mal die nächste Folie rein und guck mal, ob du das eingeblendet kriegst. Das ist jetzt ein Link zu einem Artikel von so einer relativ großen Agrarzeitschrift. Denn ihr kennt ja alle das Thema CO2. Da hat ja Michael hier auf seinem Kanal schon, ich sag mal, sehr oft auch darüber berichtet. Und als ich das gelesen habe vor kurzem, da musste ich so lachen. Also, ja, du probierst es gerade wahrscheinlich einzublenden. Genau, ich bin hier, das hätte ich vorher noch machen sollen. Ja, kein Stress. Aber Also. das sollte gleich funktionieren. Und zwar holen wir uns das einfach jetzt hier mal auf diesem Bildschirm rüber hier. Jawohl. Ist der Boden bald eine CO2-Quelle? Ja? Also jetzt sind sie so weit, dass sie sagen, ja, wenn es wärmer wird, steigt ja auch das Bodenleben an. Vor allen Dingen, wenn man das richtig macht. Ja, ich stand letztens mit einem neuen Vereinsmitglied, einem Ingenieur von Siemens, auf unserem Acker und der macht auch ein bisschen Terra Preta, hat er sich Einstreu besorgt und so und sagt, ja, dann hatten wir es über das Bodenleben und dass das ja mehr wird, wenn man den Boden richtig behandelt. Und dann, weil er ja CO2 binden will und also Kohlenstoff binden will, hatte ich zu ihm, da musste ich nur grinsen. Da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, du weißt schon, dass wenn das Bodenleben mehr wird, dass da auch mehr CO2 produziert wird. Und jetzt hatte ich durch Zufall diesen Artikel gefunden und oh Wunder, jetzt soll der Boden auch noch das Problem sein. Das heißt, ein guter Boden produziert jetzt auch noch CO2 und macht das Klima kaputt, Leute. Also wie verrückt ist das denn? Also muss da auch noch weg, ja? Ja, wir müssen jetzt alle sterilisieren, Humusanteil auf Null bringen, damit wir irgendwie das Klima noch retten können. Also das ist diese Vorstellung, allein, dass man sowas schreibt, also. Ja, es ist wirklich eine Boah. zutiefst satanistische Ideologie, würde ich mal sagen, Ja, sag sowas nicht, aber ja. ich weiß schon, was du meinst, aber das Ding, Ja. das ist einfach so verrückt. Also Ja. wir hatten es jetzt ja gerade darüber, wie sich das Leben bildet. Ja, das ist ja ganz rudimentär, haben wir das jetzt ja mal dargestellt. Und Leben erzeugt Leben und die Pflanzen haben sich schon dabei was gedacht. In der Evolution Organismen zu erzeugen, die auch Kohlenstoff produzieren, weil die das ja zum Leben brauchen. So, aus meiner Sicht jetzt.
Wahrscheinlich bin ich zu blöd, um das zu Naja, begreifen. das ist keine Sicht, das ist einfach ganz normale Biologie. Also ich meine, das wissen wir ja alle, dass die Pflanzen CO2 verbrauchen und Sauerstoff abgeben, also das, was wir brauchen zum Atmen. Und nicht umsonst lässt man dann CO2 auch in Gewächshäuser ein, um größere Pflanzen zu bekommen. Genau. Und wir hatten ja nur auch in erdwärmeren Perioden, die ja nur überwiegend waren auf der Erde, in der Erdgeschichte, da hatten wir halt auch viel, viel mehr CO2-Anteil in der Luft Ja, und oder wie daher Wolf wahrscheinlich Dieter, auch diese großen Organismen ja auf der Welt, ja. oder der Ethnobotaniker Wolf Dieter Stoll, den werden viele auch kennen in dem Interview, ich glaube bei Nuviso war es letztens gewesen, so schön gesagt hat, früher war der Acker Schachtelhalm, ist ja eine sehr alte Pflanze, zeitgeschichtlich gesehen, also wenn das stimmt, ich bin bei diesen Zahlen da mal kritisch, der war halt mal 15 Meter hoch, also wie eine Tanne, weil da das CO2 halt einfach mehr war, so. Und von daher, umso mehr Leben man erschafft, umso mehr passiert da einfach aus meiner Sicht. Also diese CO2-Kreisläufe und so weiter. Damit kann man dann auch die Angst nehmen, ne? Leute, es wird alles gut. CO2 erschafft Leben. Ist Richtig. meine Sicht der Dinge. Damit will ich nicht sagen, dass wir Umweltprobleme haben. Um Gottes Willen, da kommen wir nachher auch noch drauf. Ja, Ein aber paar Sachen, ne? man muss sich dafür gar nicht rechtfertigen. Weißt du, das ist immer das Nee. Problem. Man versucht sich immer zu rechtfertigen, wenn man sagt, CO2 ist nicht das Problem und damit, Ja. ja, ich bin aber nicht hier gegen, ich bin auch gegen Umweltverschmutzung. Natürlich sind wir alle wollen wir alle vernünftig mit der Umwelt umgehen, ja. Aber Genau, man muss sich dafür nicht genau. ständig entschuldigen. Also wie gesagt, das sind Es ist ja einfach, keine ne? Entschuldigung, Michael, aber das Ne? Problem ist ja, dass da auf die falschen Sachen der Fokus gelegt wird, weil wir haben ja wirklich Umweltprobleme, die es zu lösen gilt. Da In der kommen wir ja auch Tat. noch Ja, drauf. klar, in der Tat. In der Ne? Tat, ja. So, machen wir mal weiter. Ja, jetzt noch. Du sagst Bescheid. Ah ja, nächste Folie, noch ein paar Punkte zum Coronavirus. Wir hatten ja, ihr wart bestimmt in Gedanken immer schon mal beim Coronavirus, bei dem, was wir eben so hatten. Also, nach dem, was wir jetzt geguckt haben, Mikrobiom und so weiter, mal die Frage, Desinfektion sinnvoll oder nicht? Ich will das nur mal in den Raum stellen, die Frage. Mehr sage ich da nicht zu. Na gut, Ja? also dann spiele ich mal den Doofen. Also Ja. vom normalen schulmedizinischen Standpunkt her heißt es ja ständig, Hände waschen, desinfizieren, Klinken desinfizieren jetzt in dieser Situation. Also im Prinzip alles steril halten, soweit wie es geht. Also da wird da jetzt praktisch im Zuge des Coronavirus nochmal richtig drauf hingewiesen, ja. Ja, also in diesem Dreisat-Beitrag übrigens über Wunderwaffen-Mikrobiom gibt es auch eine Forscherin, die berichtet über Krankenhäuser in Italien, wo die jetzt anscheinend nicht mehr, also testweise nicht mehr desinfizieren, sondern mit speziellen Mikrobakterien, also mit Mikrobiom quasi putzen oder ich weiß nicht, wie sie es genau machen, aber auf jeden Fall nicht mehr desinfizieren und oh Wunder, das funktioniert ganz gut, man hat nicht mehr so viel multiresistente Keime. Ist das denn So, so eine also. Art EM, also effektive Kann ich Mikroorganismen? dir nicht Weißt du nicht, sagen. Ich okay. hatte nicht die Zeit, das zu recherchieren. Guckt euch den Dreisat-Beitrag an. Vielleicht findet ihr da was. Aber das wird da schön gezeigt. So, ich gehe mal davon aus, dass die Frau weiß, wovon sie da redet. Ne, aber mehr muss man da, glaube ich, auch gar nicht zu sagen. Aber wenn ich persönlich in ein Krankenhaus müsste, würde ich mir eine Flasche EM unverdünnt mitnehmen und das alles einsprühen, wenn keiner hinguckt. Okay. So. Ja. Nächster Punkt: Virobiom. Ja, weil das ist ja auch das. Das sind die Viren, wenn es die denn so gibt. Also ich gehe mal jetzt davon aus oder auch nicht, ich will ja gar keinen Standpunkt zu haben, dann sind die auch Teil unseres Körpers. Ist jedenfalls anscheinend kaum erforscht, das Virobiom. Ja, also auch dem Vortrag von Martin Grasberger kommt das raus. Lest das Buch, macht euch da selber ein Bild zu. Ja. Aber die Aussagen, die da ja heute in Bezug auf Corona getroffen wurden, die sind ja alle sehr endgültig, als wenn das alles ganz klar wäre. Und da gibt es ja auch Leute, die sagen, wenn Wissenschaft quasi unwiderlegbar ist, dann ist da irgendwas komisch. Ja, dann ist das der Tod der Wissenschaft eigentlich, ja? Also Wissenschaft, Ja, ja, ne? Ja. gut, ist jetzt sehr polemisch gesagt, aber ich denke, da ist was dran. Ja, Viren als natürlicher Teil des Körpers, hatte ich ja eben schon, ne? Und wie gesagt, es kommt ja die Aussage immer, wenn du auch bei offiziellen Stellen nachfragst, welche wissenschaftlichen Belege es dann für dieses Virus oder diese Viren gibt und so weiter, dann heißt es, es gilt als gesichert. Es gilt als, Ja, es ja? gilt als, ja, was soll das heißen? Also brauchen Genau. wir nicht drüber reden, Luftschlösser kann jeder bauen. Ja. Altersstrukturen der Gesellschaft, geburtenstarke Jahrgänge mal als Punkt, merkt euch das mal, da kommt gleich eine Folie zu und dann noch EMF-Wirkung auf Zellen, gehen wir mal weiter. Das
Es wird jetzt nochmal ein bisschen spannend, aber wisst ihr wahrscheinlich auch schon vieles von. Ich habe hier mal nebeneinander gestellt von Statista, erreichbares Durchschnittsalter in Deutschland laut Sterbetafel und die Bevölkerungszahl der Einwohner in Deutschland nach Altersgruppen. Und jetzt schaut doch mal bei den über 70- und 80-Jährigen, wie lang, also da sieht man ja wunderbar, da gibt es ja nicht so viele und dementsprechend ist das ja klar, dass in diesem Bereich 70 bis 90 Jahre, da sterben einfach ganz viele. Und wenn man jetzt mal guckt, 2018, unten, ne, in den Altersgruppen, ja, 60 bis 64 und dann über 65 Jahre und älter, das ist aber ein ganz schön großer Balken, Leute, oder? Obwohl mich erschreckt, dass der Balken zwischen 40 und 59, also der drittletzte, auch noch am höchsten ist. Ja, also da kommt, wir haben wirklich das Problem einer Überalterung in Deutschland, einfach weil nach dem Krieg gab es geburtenstarke Jahrgänge und das sind jetzt die, die die nächsten Jahrzehnte sterben. Weil das immer so ist, die Menschen sterben. Das war schon immer so, das wird auch schon immer so bleiben. Ja, das Leben Und ist sehr gefährlich, es endet meist tödlich, ne? ja, so, mehr muss ich da, glaube ich, nicht zu sagen. Ich hatte jetzt leider das vergessen, es gibt noch von Momo, oh, mir fällt es nicht mehr genau ein, von Momo, ich gucke mal, vielleicht findest du das noch. Es gibt in den Niederlanden ein Institut, die nehmen sich die ganzen Sterbetafeln, also wirklich die Sterbeurkunden und fassen das in Grafiken zusammen. Und da kann man auch mal die Todesstatistiken, also quasi wie hoch waren die Sterblichkeitsraten in den letzten Wintern in den einzelnen europäischen Ländern. Und da kann man jetzt ja auch noch mal gucken, wie ist es eigentlich? Euromomo schreibt, Euromomo, ja genau, genau, hatte ich schreibt, jetzt vorhin danke hier an nicht Mr. eingeblendet. Baker in Chat. Genau. Und das bestätigt eigentlich das, was ihr hier seht bei Statista. Das ist ja nur ein Auszug. Ich behaupte jetzt nicht, dass da eine Korrelation da ist, aber ja. Könnte sein. So, genug dazu. Machen wir mal weiter. Das ist noch was, das habe ich mir aus EMF Data, also auch eine sehr tolle Homepage, da kann man mal gucken. Das natürliche elektromagnetische Spektrum, ja, weil das ist ja auch bei euch immer Thema. Nur mal diese Grafik, da sieht man schön, weil wir hatten es ja gerade vom Mikrobiom und Immunsystem. Jetzt schaut doch mal Zellkommunikation, da fällt ja alles rein an Zellen und auch Mikrobiom. Mobilfunkfrequenzen und Radar. Es ist genau in dem Bereich auch mittlerweile sehr viel unterwegs. Obwohl das noch viel zu eng gefasst ist, weil das Ja. 5G wird ja bis 100 Ich Gigahertz weiß, hochgehen, ich ja. weiß. Ja, Und wie gesagt, da das ist ja ist noch die alte. spannend, einfach mal einwerfen, dass ja spannend diese 60 Gigahertz, die ja wohl laut Studien Sauerstoffmoleküle in Schwingung versetzen kann. Ja, Lumen. Also, ne? Aber ich in Bezug jetzt aufs Mikrobiom, das ist ja gar nicht erforscht. Also das heißt, vielleicht hat diese Funkstrahlung gerade in diesem Zellkommunikationsbereich auch einen Einfluss und vielleicht auch einen positiven auf das Mikrobiom. So, das wäre ja zu erforschen. Aber wir machen es ja gerne anscheinend in Deutschland so, dass wir einfach Technik ausprobieren, weil wir haben ja eigentlich ein Vorsorgeprinzip und dann mal gucken, wie viele daran dabei hops gehen. Das ist aber nicht das Vorsorgeprinzip. Also was hier abgeht, ne? Und das jetzt in Bezug aufs Mikrobiom, das wollte ich einfach nochmal reinschmeißen. Gut. Damit würde ich sagen, Michael, schließen wir diesen Teil über das Mikrobiom und gehen Richtung Lösung, Krise, oder? Okay, ja. Also die letzte Folie schon mal vorweg, weil wir da gleich ein paar Sachen draus haben. Ich wollte euch unbedingt ein Buch empfehlen, so für die Handhabung, für die Sachen, die gleich kommen. Ich werde hier noch einige Bücher euch immer mal zeigen, also sonst notiert es euch irgendwie, aber ihr könnt es dann ja auch nachschauen. Das ist jetzt ein Buch für die Praktiker. Ja, es gibt auch noch wunderbare Bücher eher für die Theoretiker aus dem Permakulturbereich, aber das ist ein Kollege aus Österreich, den ich sehr schätze. Die kleine Permakulturfibel. Bestellt es euch bei ihm, wenn euch das interessiert. Also es ist ein ganz tolles Nachschlagewerk, wo Mischkulturtabellen drin sind, handwerkliches, vom Strohballenbau, also wirklich ganz viel praktische Sachen, die wir heute gar nicht alle hier abbilden können. Genau, und sonst, ich habe auch noch einen Karton bei mir zu Hause mit den Dingern, wenn das aus Österreich jetzt nicht mehr kommt, weil nicht über die Grenze, weil kein Lebensmittel, sonst müsst ihr mir irgendwie per Mail mich anschreiben, kostet 25 € plus Versand, könnt ihr gerne haben, weil das ist wirklich auch was für die Krise, wo man einfach Sachen nachschlagen kann. Solche Bücher jetzt generell ist einfach Gold wert, denke ich. Genau.
Gut, dann kommen wir mal zur Lösung. Wo wollen wir da anfangen? Wollen wir mit den Problemen, also das heißt, wir brauchen die Präsentation jetzt erstmal nicht mehr. Genau, die hauen wir Gut. mal weg. Gut, dann muss ich hier mal gucken, dass ich hier ein bisschen das Bild wieder anders umgestalte. Dann nehme ich uns mal Das ist mal wieder rein, genau. Ja. raus. Das brauchen wir auch nicht mehr. Gehen mal hier in das Format zurück. Genau. Also, ja, wo wollen wir da anfangen? Also, die ersten werden jetzt sagen: Ja, was soll ich denn machen? Ich lebe in der Stadt, in der Wohnung. Ja, der eine oder andere hat vielleicht das Glück, dass er ein Haus hat, aber so viel Grundstück ist er meist auch nicht mehr da dran. Also, das ist, glaube ich, ja die Hauptproblematik, die die meisten haben. Sollte es zu Versorgungskrisen kommen, dass, ja, sie sagen dann: Wir haben ja gar nicht so viel Platz, so viele Möglichkeiten, irgendwie was zu machen. Nicht jeder hat ja einen Garten oder ein riesen Grundstück am Haus, wo er vielleicht große Flächen hat zum Anbauen. Ja, Genau. das ist ja so mit im Prinzip, denke ich mal, so das Hauptproblem, was wir haben. Was hättest du da Lösungsansätze? Ja, genau. Also da haben wir jetzt ja ein bisschen was vorbereitet. Wie gesagt, es wird heute, glaube ich, eher eine Sendung, wo ihr da noch viel nochmal nachschlagen könnt, weil das ist einfach jetzt, denke ich, wichtig, dass man da was hat, wo man mal, da versuche ich euch jetzt mal ein paar Sachen an die Hand zu geben mit der Permakultur. Also mein Thema ist ja Permakultur. Genau, und im Endeffekt ist es so, das ist ein Designprinzip, was man eigentlich überall anwenden kann, aber heute machen wir uns mal schwerpunktmäßig darüber her, was könnt ihr jetzt noch, wenn jetzt wirklich das so weit kommen sollte, dass Lebensmittelversorgung jetzt schwierig wird, was ich nicht hoffe, dann möchte ich euch ein paar Sachen an die Hand geben, was man jetzt noch machen kann und wo man das Jahr hat jetzt ja gut angefangen, wir haben eine gute. Ich würde schon sagen, Durchseuchung, schon eine gute Durchwässerung der Böden. Die Grundwasserspiegel sind bei uns in Deutschland jetzt Gott sei Dank wieder ein bisschen aufgefüllt nach diesen sehr trockenen Jahren ab 2015. Und eigentlich haben wir den perfekten Start in die Gartensaison, in die Anbausaison. Genau, und jetzt fangen wir mal an. Würde ich sagen, schmeißt du mal hier, ja, fangen wir an. Mach mal Folie 3. Fang mal Folie 3 ein. Oh, warte mal, jetzt habe ich, glaube ich, kleinen Moment, muss ich mal gucken. Habe ich die nicht runtergeladen? Ich dachte, das wäre es jetzt. Warte mal. Verwerfen. Also, So. es ist jetzt hier diese Vortrag Permakultur Version für Kulturstudio. Das, was ich dir da gegeben habe, so heißt das Ding. Warte mal, ich guck mal, wo ich es hier habe. Das müsste irgendwie so 50 Megabyte groß sein oder was? Ja. Ich schütte mir mal eben Tee ein. Mach mal hier. Genau, ich So. guck mal. Vortrag per. Denkwasser. Das würde ich da einfach nochmal öffnen. So, dann machen wir den Chat hier mal wieder schnell zu. Jawohl, das ist es. Ja gut, das ist jetzt die erste Folie, macht nichts. Also im Endeffekt, ganz kurz abgerissen, Permakultur ist von zwei Australiern entwickelt worden, 70er Jahre. Die haben sich halt gedacht, in der Landwirtschaft läuft einiges schief. Haben dann schnell festgestellt, dass man nicht nur die Landwirtschaft verändern muss, um was zu verändern, sondern auch Sozialleben, Architektur und so weiter. Und mit der Natur nicht gegen, Nachhaltigkeit über Generationen. Also die Permakultur versucht immer 6, 7, 8 Generationen weit zu denken. Und es geht immer darum, die Diversität zu erhöhen. Also vielfältige Systeme, ne? Also Stabilität durch Vielfalt, was wir im Mikrobiom ja genauso haben, ne? Vielfalt ist Stabilität. So. Genau, und wir sehen das ja letztendlich überall halt auch, dass man diese, ja, also sie versuchen uns eine komische vorgespielte Vielfalt, aber die Vielfalt auch der Kulturen, der Völker, also die Ja, genau. Eigenschaften, die sind auch total wichtig. Das ist Leben und nicht ein Einheitsbrei, ein Genau. Mischmasch, ja. Das haben wir in der Was sie Permakultur auch uns als guten Punkt. Ne? als divers oder Diversität praktisch vorgaukeln. Ja, das heißt nicht, dass wir alle ja durchmischt sind, sondern einfach, dass es wirklich diverse einzelne Gruppierungen auch gibt. Ja, also die auch eine Ja, eigene ja. Kultur haben, eigene Sprache etc. Ja. Die Co-Kreativität, dass man sich gegenseitig intelligent befruchtet und tolle Sachen zusammen macht. Ob das nun Völker sind oder Menschen, das ist vollkommen wurscht. Es geht ja darum, das Leben voranzubringen und dabei nett zu leben, gut zu leben. Naja, gut. Okay, kommen wir mal, mach mal Folie 2. Ganz grob, ja, genau, Permakulturethik, ganz bisschen machen wir Prinzipien und dann Design und da sind dann die ganzen positiven Sachen für euch dann mit drinne. Viel Praktisches, also weiter im Text. Genau, also worum geht's? Earthcare, Schutz der Erde, ne? Humusaufbau,
und so weiter. Alles, was mit dem Boden zu tun hat und wie man den ertragreicher machen kann, wie man den diverser machen kann. Das ist also, das sind so die Hauptstandbeine der Permakultur. People Care beim Menschen genauso. Netzwerke schaffen, Vielfalt schaffen, sich miteinander vernetzen. Auch gerade jetzt in dieser Zeit ganz, ganz wichtig, mit denen man noch reden kann, die sich jetzt von der Angst nicht so treiben lassen. Vernetzt euch, macht was zusammen, haltet 2 Meter Abstand. Ja, Ja, also das ist damit aber man. tatsächlich ein Punkt, dass man natürlich jetzt auch diese sozialen Kontakte extrem versucht zu unterbinden. Jetzt gerade auch zum Beispiel zu älteren Leuten, also die über die Angst sozusagen auch diese sozialen Kontakte und wahrscheinlich, wie gesagt, ich prognostiziere vielleicht ab nächste Woche überhaupt auch generell Ausgangssperren, also so wie es Sag's in, lieber nicht, ne, ich habe ne? da keinen Bock drauf. Ja, ich auch nicht, aber ich Ja. prognostiziere das mal. Also man sieht, dass das hier auch genau das, was wichtig ist, auch unterbrochen werden soll. Ja, also dass sich Menschen Richtig. treffen. Ja, Ja, und das dürfen wir nicht zulassen. Das nein, muss nein. weiter funktionieren. Gerade in der Ich Krise, ich sag mal. appelliere auch an die Leute, ignoriert das. Also ihr ignoriert das, soweit ihr könnt und geht alle trotzdem, macht euer Ding. Ich weiß, das ist dann wird sicherlich Polizei oder Militär auf der Straße stehen, wie auch immer. Aber wenn das alle machen und alle sagen, pass mal auf, mit diesem Blödsinn machen wir nicht mit, ja, dann ist das auch ein super Zeichen. Also. Ja, ich denke es, also das Ding ist ja auch, man muss es ja mal zu Ende denken. Was passiert denn? Nehmen wir mal an, dieser Virus setzt sich jetzt durch und da sterben viele Leute. Ja, aber das ist doch nicht die Lösung, dass wir zu Hause sitzen bleiben, nichts mehr machen, weil wo kommt denn das Essen in Zukunft her? Wo kommt die Heiztechnik her? Wo kommen die Häuser her? Das kommt ja nicht irgendwo her, wenn man zu Hause Homeoffice macht. Also so ein Bullshit, Das sondern, kommt dann nach der ja. digitalen Transformation, indem wir viele, viele Maschinen haben, die dann diese Jobs für uns unternehmen, weil das Schwachsinn. Leben für Ja, uns ganz gefährlich gut. ist. Brauchen wir nicht drüber reden, bin ich anderer Meinung. Okay, nächste Folie. Also ich meine jetzt nicht Schwachsinn, wir sind uns einig. Ja. Genau, mach mal nächste Folie. Jetzt kommen wir nämlich mal zu den Lösungen. So. Ja, also, Therapeuta. Viele schon gehört, jetzt geht's auch, das zeige ich euch, weil wenn die nächsten Jahre hart werden und ihr selber anbauen müsst, weil nichts mehr da kommt oder ihr mit dem Landwirt um die Ecke und das muss ja irgendwie funktionieren und dass man gute Erträge hat, weil, ja, da kommen wir auch noch später drauf, alles braucht Phosphat und das ist knapp. Aber wenn man so einen Therapeuta-Boden hat, dann hat man einen Boden, wo man richtig fette Erträge drauf erzeugen kann. Und das ist so eine Grundlage ja für Wohlsein, wie die Bayern immer so schön sagen, einen guten Boden, denn alles kommt daher. So, ganz kurz, nächste Folie, Abriss, was ist Therapeuta? Also ihr seht erstmal, der ist tiefschwarz im Gegensatz zu dem toten Boden. Im Regenwald ist das jetzt beispielsweise gemessen, also voller Humus. Und das ist, wenn du jetzt mal die nächste Folie einblendest, wahrscheinlich so entstanden, dass früher diese Runddörfer hinten raus ihre ganzen Abfälle, ja, alles Organische, quasi in große Behältnisse mit viel Kohle und so getan haben, das fermentiert haben und dann quasi daran Bäume gepflanzt haben. Ja, in dem Klima kann man ja gut Food Forest machen, also essbare Wälder. Und das haben sie durch Zufall gefunden, als sie große Pipelines gelegt haben, weil der Amazonasgebiet ist ja eigentlich. Das ist nur 1% Schwarzerdeböden und zwar immer da, wo man quasi alte Siedlungspunkte jetzt gefunden hat. So, das ist so ein bisschen die Story zu Therapeuta, aber damit wollen wir uns heute nicht lange aufhalten. Nächstes Ding: effektive Mikroorganismen. Ganz wichtig aus meiner Sicht jetzt für die Zukunft, in welcher Form auch immer, ob ihr euch Sauerkrautwasser nehmt oder selber effektive Mikroorganismen ansetzt mit Zuckerrübensirup, Rohrzuckermelasse, Dattelsirup oder was auch immer. Denn diese effektiven Mikroorganismen, damit könnt ihr putzen, waschen, ein gutes Milieu bei euch zu Hause schaffen und auch vernünftig mit euren Abfällen umgehen. Denn wenn die Versorgung nicht mehr intakt ist, dann ist eins, was man in den Chaosländern immer sieht, da bleibt der Müll auf der Straße liegen. Und dann wird es kritisch, was Keime angeht. Dann wird es nämlich kritisch. Also, So. kurze Zwischenfrage. Zu diesen ganzen Punkten, gibt es da bei euch auf der Seite Hinweise, wie man dort auch gezielt dann gewisse Dinge herstellt? Oder ist das Ja, jetzt okay? Also wie findet man. ihr alles auf YouTube. Ich habe da fast zu allem ein Video gemacht, also wie man EMA selber herstellt, wie man das weitervermehrt. Es gibt auch etliche Hersteller, wo ihr das auch relativ kostengünstig bestellen könnt, aber man kann es auch selber weitervermehren. Wenn man jetzt das für
Darmanwendung oder eine Hautanwendung, dann würde ich schon empfehlen, dass man dann einen namhaften Hersteller nimmt, weil die speziell dann EMA, also Mikroorganismen für den Darm oder für die Haut entwickeln, ja. Aber wenn es jetzt nur darum geht, wie zum Beispiel hier Fermentation, das heißt Fermentation von Lebensmitteln oder von Bokashi, kommen wir später noch drauf, Trockentoilette, Putzmittel und so weiter, dann kann man das auch eigentlich relativ easy selber herstellen, ganz, ganz günstig mit ein bisschen Zucker, also und naturbelassen Zucker, Rohrzucker oder Zuckerrübensirup, Sirup, ne, kriegt ihr in jedem Supermarkt. Steht sogar noch in den Regalen, habe ich gesehen, kauft jemanden, kaum jemand. Genau, und Desinfektion, positives Milieu, das hatten wir ja schon, ne? Also nicht Kampf gegen die Bakterien, sondern das Milieu so machen, dass die Negativen gar keinen Platz finden. So. Und in der Dreisat-Doku sieht man ja sogar, dass das funktioniert in anscheinend italienischen Krankenhäusern. Leider anscheinend nicht in denen, wo jetzt die Leute alle sterben. Ja, so viel zu den effektiven Mikroorganismen. Gehen wir mal weiter. Also wie gesagt, also ein Multitool für euch zu Hause, um Waschmittel und so weiter. Das deckt ganz vieles ab. Ich selber nutze das wirklich zum Putzen zu Hause. Ich nutze es als Spüli. Ne? Jetzt muss ich gerade überlegen. Dann nutze ich das natürlich im Garten für meinen Bokashi, wo wir gleich noch drauf kommen und so weiter. Gut. Und Sauerteig kann man damit ansetzen, wenn die Hefe nicht mehr im Supermarkt vorhanden ist und so weiter, ja. Genau, also wie gesagt, wenn ihr zu diesen einzelnen Themen, wie was hergestellt wird, geht bitte auf die Alles waldgeister.de. kostenlos auf YouTube. Genau, da findet ihr den YouTube-Kanal auch. Wir werden den YouTube-Kanal sonst auch nochmal in die Videobeschreibung mit reinsetzen, dass ihr Genau. einen direkten Link habt und da könnt ihr natürlich auch zu den einzelnen Punkten euch anschauen, wie was konkret gemacht wird. Ja? Genau, dann machen wir die nächste Folie rein. Ja, jetzt kommen wir nochmal, weil wir ja eben das über Terra Preta hatten. Holzkohle. Ganz, ganz wichtiges Ding auch, wenn ihr jetzt im Garten aktiv werdet. Und da kommen wir auch noch bezüglich autarkes Kochen, kommt gleich noch was Schönes in Bezug jetzt auch auf Holzkohle. Erstmal Holzkohle im Boden. Mal ein bisschen abgerissen. Es ist einfach super geil. Ihr seht die ganzen Punkte, die ich hier aufgeschrieben habe. Also es macht einfach höhere Oberfläche für dieses Mikrobiom. Das heißt, da entsteht einfach Lebensraum für die, weil die Holzkohle, vor allen Dingen abgelöschte Holzkohle, einfach eine riesen Oberfläche hat. Das ist wie ein 15-Sterne-Hotel für Mikroorganismen. Also vom Feinsten, da leben die ganz gerne drin. Ja, Nährstoffe werden nachhaltig gebunden. Das ist ja auch immer ein Thema in der Landwirtschaft, dass quasi die ganzen wichtigen Nährstoffverbindungen immer wieder ausgewaschen werden. Die Kohle bindet das über dieses Kohlenstoffgitter, da habe ich gleich noch eine Grafik zu, nachhaltig, so dass das für die Pflanzen verfügbar ist. Es ist stabil im Boden über Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende, siehe Amazonas Terra Preta. Wasserhaltefähigkeit geht extrem hoch. Nitrate werden gebunden, gerade in Norddeutschland eine Thematik mit diesen ganzen Gülleverseuchungen. Schwermetalle werden nachweislich gebunden, das heißt auch bezüglich Umweltbelastung, ganz, ganz wichtig. Und vieles, vieles mehr. Wie Genau. stelle ich mir das vor? Holzkohle kennt man ja so vom Grillen. Bringt man das in dieser Größe auch unter die Erde oder muss man das dann doch schon etwas zerkleinern und in mehliger Also ein Form? bisschen Oder? kleinstoßen, ich mache es immer so, dass ich im Endeffekt ich lösche, wichtig ist ablöschen, mit Wasser ablöschen, dass die aufspringt, dann erhöht sich die Oberfläche und dann ist die schön porös. Und dann kann man die in der Kufte mit dem Vorschlaghammer ein bisschen klein machen. Ich trockne die dann, weil ich dann da Toiletteneinstreu draus mache, mit Urgesteinsmehl und effektiven Mikroorganismen. Aber man kann die auch einfach so in Kompost einarbeiten. Wichtig ist nur, dass die befüllt wird mit Nahrung quasi. Denn wenn man die so in den Boden einarbeitet, ohne die vorher zu behandeln, mit zum Beispiel, da kommen wir gleich noch drauf, Kann mit ich Urin denn und so weiter. Ja. handelsübliche Holzkohle dafür erstmal Nee, nehmen? Nee, kannst du nicht. kann ich Also nicht es nehmen. gibt Pflanzenkohle im Internet zu bestellen, die kannst du dafür nehmen, aber die Grillkohle, die ist so hart, die kriegst du kaum klein und vor allen Dingen, die hat eine geringere Oberfläche. Auch nicht diese grobe, also es gibt ja welche, die haben diese Presslinge und es gibt ja auch welche, die sind wirklich aus diesen einzelnen Stücken zerkleinert, also die auch nicht. Ja, also wichtig ist, dass die Kohle rein ist. Das ist quasi Aktivkohle, weil wenn ich quasi in einer Verkohlung da den Sauerstoff abnehme, wie das ja bei Grillkohle oft gemacht wird, dann habe ich teilweise noch Lignine drin, ja, also die leicht flüchtigen Kohlenwasserstoffe und teilweise auch aromatische Kohlenwasserstoffe. Und die sind wieder belastend im Boden. Das heißt, ich muss den reinen Kohlenstoff haben und das erreiche ich, wenn ich eine ganz, da kommen wir aber jetzt drauf, kommt gleich praktische Beispiele. Genau, geh mal weiter. Nächstes Blatt.
Also auch mal hier zur Struktur, da sieht man das. Also die Kohle ist halt in der Lage, an zum Beispiel so hexagonalen Strukturen die Nährstoffe zu binden, weil da ja offene Bindungen sind. Aber die Kohle ist ja eh irre. Also zum Beispiel hier B ist Graphit, kennt ihr auch, Bleistift, ne, und so weiter. Also es kann ja total tolle Formen annehmen. Und das ist halt das, was im Boden so interessant wird. Also gerade G hier, diese chaotische Struktur, wo einfach Platz ist für das Mikrobiom. Okay. Weiter geht's. Jetzt die praktischen Beispiele. Der Holzvergaserofen. Wenn ihr autark kochen wollt, weil irgendwann gar nichts mehr geht, im Supermarkt, im Baumarkt die Gasflaschen nicht mehr nachkommen oder was auch immer, ja, ich glaube, so weit wird es nicht kommen, hoffe ich, dass irgendwie Strom und Gas und so irgendwie nicht mehr kommen. Aber grundsätzlich geht es jetzt ja darum, um euch Sachen im Garten zu ermöglichen. Und ihr könnt. Mit so einem Holzvergaserofen, den könnt ihr euch irgendwie selber bauen. Aus ein paar alten Dosen, Lebensmitteleimern, Lebensmittelkonserven aus der Gastronomie, von alten, von Schreinergroßbetrieben, Farbeimer und so weiter. Könnt ihr die selber bauen mit eigentlich einer Blechschere und ein paar Bohrern. Und habt quasi eine autarke, ja, eine autarke Kochstelle, wo man ganz wunderbar drauf kochen kann. Und der Nebeneffekt ist, dass ihr diese Holzkohle kriegt, indem ihr einfach dann, wenn keine Flamme mehr kommt, dass die glühende Kohle einfach in Wasser schüttet und dann habt ihr eure Aktivkohle. Genau, mach mal weiter. Mach mal, also so kann das auch aussehen. Das ist jetzt ein größeres Modell, da kann man auch mal einen 50-Liter Gulaschtopf draufstellen und hat dann halt entsprechend 3, 4 Stunden lang eine Flamme, wo man drauf kochen kann. Also da könnt ihr auch zum Beispiel dann in diesen Gulaschtopf, wenn ihr noch so einen Emailletopf habt oder so, oder einen größeren Topf, da könnt ihr auch super Sachen einkochen und danach habt ihr Kohle. Ja? Also es ist einfach eine autarke Kochgelegenheit. Und das machen wir die nächste Folie, da Also sieht man mal ganz das kurz Prinzip. nochmal, ich frage nochmal nach. Also Ja. da kommt normales Brennholz rein, was ich finde, Totholz aus dem Wald. Ja. Und lass das eine Zeit lang brennen und lösche das dann praktisch mit Wasser ab. Ja, also das Lignin muss raus sein. Das heißt, wenn oben keine Flamme mehr kommt und das unten nur noch glüht und man zündet den auch von oben an, aber da mach mal die nächste Folie, da sieht man das dann schön. Okay. Genau, man zündet den oben an und das ist ja doppelwandig. Das heißt, die Brennkammer ist innen drinne. Die Luftzufuhr kommt von unten und unten kommt nur ein bisschen Luft dazu, dass die Verglühung gewährleistet ist. Da löst sich das Lignin, das wird zu einem Gas, das entflammt oben dann und dann brennt quasi oben eine relativ klare Gasflamme, auf der man halt wunderbar kochen kann. Und wenn die erlischt, dann ist das raus, dann sind diese ganzen aromatischen Kohlenwasserstoffe in der Regel raus und dann kann man das ablöschen, dann hat man diese Aktivkohle. Das heißt, man kann kochen und hat diese supergeile Kohle, die man dann wieder vielfältig nutzen kann. Ne? Okay. Genau. Okay, jetzt nächstes Ding. Wenn man jetzt ein bisschen mit, ihr habt eine Gemeinschaft oder irgendwie seid gut vernetzt in eurer Nachbarschaft und sagt, ey, das ist cool, jetzt wollen wir ein bisschen mehr Kohle machen. Macht doch hier so ein Erdkontiki, wie ihr das da seht. Video findet ihr natürlich auch auf YouTube. Da könnt ihr ein bisschen größere Mengen herstellen und da kann man natürlich wunderbar noch Stockbrot dran machen, einen schönen Abend verbringen. Gesellschaftlich, also schön drumrum sitzen, immer 2 Meter Abstand, ganz wichtig. So. Ist eine wunderbare Feuerstelle, die wenig raucht durch die Form, also so ein Kegel im Boden. Und ihr könnt auch ein großes Grillgitter drüber hängen. Ich brauche einen Schluck Tee. So. Zeig noch mal deine Tasse. Die zeigt noch mal die Ah Tasse. ja, hier für die weiblichen Zuschauer. Ja, muss aber eben Bild umschalten, oder? Sieht man das Ja, schon? sieht man da ja doch. Das ist Ah unsere ja. die Quotenmuschi heute hier. Ja, ich habe hier, ich sehe. Obwohl man sieht es halt immer, ja, es ist halt Ach, immer da auch. ist der Livestream. Ich habe es wieder. Okay, ja, Genau. hier, die Tasse. Ja. Also es ist halt auch immer traurig, dass ja, wenn man natürlich jetzt so die letzten Sendungen betrachtet, da hat man natürlich so richtig viele Zuschauer auch live. Aber wenn man mal komischerweise immer zur Lösung kommt, ja, dann lässt das immer nach. Ja? Also die Lösung wollen irgendwie Leute nicht hören oder Dinge Sehr zur Hilfe. nachträglich. Ja, aber die Katastrophenmeldung, das funktioniert anscheinend immer noch. Ja, es ist eigentlich immer sehr schade, weil eigentlich heute müssten wir ein paar mehr Zuschauer haben, zumindest jetzt im Livestream, weil das ja auch nicht ganz uninteressant ist, denke ich mal. Oder ja, auch wichtige Informationen sind hier. Ja. Komm noch, Michael, die gucken dann die Tage. Die sind jetzt überbefrachtet von den ganzen Videos vorher. Okay, schmeiß mal das nächste Bild rein, weil viele fragen sich jetzt natürlich, was mache ich mit der Kohle dann? Wie verarbeite ich das?
Genau, ganz einfach. Vorschlaghammer Kufte. Ich habe mir da für meine Schubkarre so ein Rollgitter gebaut, wo man das ein bisschen durchsieben kann, dass man, also weil ich mehr Toiletteneinstreu draus mache. Also ich mische mir quasi ungefähr 40 Liter Kohle mit Urgesteinsmehl und EM. Aber das Video findet ihr online, wie das geht. Kann man eine Trockentoilette schön mit einstreuen. So, und den Rest kann man dann einfach in Kompost. So, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt für den Garten, damit das auch alles funktioniert. Phosphor. Ihr braucht Phosphor. Alles organische Leben braucht Phosphor, um zu wachsen. Ne? Genau. Eine Erdkruste vorhanden. Nur leider heute aus Rohphosphat gewonnen. Düngemittel kennt ihr alle, die Bauern düngen damit. Ja. Genau. Und das Ding ist halt, wir kommen gleich dann dazu, wie er das aber selber in den Garten kriegt, ohne viel Aufwand, ohne irgendwelche Riesenjauchen anzusetzen, kann man natürlich auch alles. Ja, nächste Folie. Was heißt die Jauchen angesetzt? Sowas wie Brennnesseljauche zum Beispiel ist Genau, ein sehr guter Brennnesseljauche, Phosphorlieferant, ja? Ah, okay. Ackerschachtelhalm. Kann man auch machen, aber ja, wir kommen gleich dazu, geht viel Okay, einfacher. alles klar, gut. So. Ja, Phosphor, das wird jetzt ein kritischer Punkt, also das wissen viele wahrscheinlich auch nicht. Phosphor in der herkömmlichen Landwirtschaft ist A, eine sehr knappe Ressource, gibt nur ein paar wenige Länder, die das abbauen, vor allen Dingen in Nordafrika, Israel, Australien so ein bisschen. Das macht ja auch abhängig, das heißt, wer da abbaut, bestimmt die Preise und jetzt kommt der Hammer. Bei der Ausbringung sind die Beistoffe Cadmium, Chrom und viele andere Schwermetalle. Und jedes Jahr nur in Deutschland circa 120 bis 160 Tonnen Uran. Denn dort, wo das Phosphat gewonnen wird, es sind oft oder teilweise dieselben Minen, wo Uran gewonnen wird. Ah, also für die strahlende Zukunft, ja. Das ist der Hammer, ja, weil das ist ein halbes Atomkraftwerk jedes Jahr und da redet keiner drüber. Das ist irre, ja, und die Überdüngung der, also mach mal nächste Folie. Ja, damit einhergeht natürlich auch die Überdüngung der Meere. Das ist jetzt aus dem Spiegel. Todeszone in der Ostsee. Durch Überdüngung einfach Übersättigung, ja, stirbt einiges ab. Das heißt, es hat auch nichts Positives. So. Viel mehr wollte ich da gar nicht zu sagen. Also, es ist eigentlich, es ist irre. Also, wer das noch nicht wusste, 160 Tonnen Uran teilweise jedes Jahr. Also auch Blaukorn. Blaukorn hat auch Uran drin, ist auch Phosphatdünger. Also, nehmt den Scheiß nicht. Also so viel zum Thema Krebs. Ja, also wie gesagt, ich komme gleich drauf, wie ihr das zu Hause anders machen könnt. Aber ja, nächste Folie, nochmal Phosphat, der Wahnsinn dabei. Ne? Hier, 75 bis 85% der Nährstoffe verlassen unseren Körper in Form von Urin. Nicht Aha. Uran. Nicht Uran, ja, Ach, ist da okay. dann leider auch mit drinnen. Ne? Ist im Na Grundwasser leider auch immer mehr nachweisbar durch die Düngung. Der Phosphatgehalt, immer mehr anorganischer Phosphat. Auch unser Körper besteht leider immer mehr aus dem Scheiß, der eigentlich da nichts zu suchen hat. Also anorganischer Phosphat. Wir brauchen aber organischen Phosphat. Genau, der Mensch braucht pro Tag ungefähr 1 Gramm durch die Nahrung. Ne? So, und durch den Urin geht es dann wieder raus. So, jetzt kommen wir nochmal, nächste Folie. So sieht das denn aus. Also vollkommener Irrsinn, moderne Kläranlage, ein riesiger technischer Aufwand, der absolute Wahnsinn. Also prägt euch das Bild mal ein hier. So, ja, wir sind heute schnell. Mach schon mal die nächste Folie. Reinigungsstufen, also giftige Klärschlämme, kosten- und arbeitsintensiv. Medikamentenreste können nicht gefiltert werden, Schwermetalle teilweise auch nicht. Ja, es gibt moderne Klärwerke, zum Beispiel in Hamburg, wo man dann noch Nebenerzeugnisse wie Gips und so weiter hat, die dann noch mit abfallen und es kommt relativ gutes Wasser raus, relativ. Aber es ist halt nicht gut und vor allen Dingen gibt es so gute Klärwerke auch nicht überall und die sind so aufwendig und das alles nur, weil wir mit Phosphat düngen und weil wir noch unsere Ausscheidungen falsch behandeln. So, da kommen wir jetzt drauf. Ah ja, noch hier, schmeiß mal die nächste Folie rein. Kommt noch dazu, also das ist jetzt hier vom Bundesamt für Umweltschutz und so weiter, dass diese Klärschlämme, die da am Ende entstehen, kaum wieder genutzt werden können in der Landwirtschaft. Ihr seht es gerade mal knapp 30%. Der Rest wird thermisch entsorgt, das heißt verbrannt. Und da wird ein bisschen Energie bei frei. Ja.
ist ja auch kohlenstoffhaltig, aber im Endeffekt ist ja dieser technische Apparat für die Verbrennung ein riesiger Aufwand und da hat man ein bisschen Abwärme, kann ein paar Häuser mit heizen. Na super. Ja, Landschaftsbau wird auch noch ein bisschen verwendet. Was man unter Landschaftsbau versteht, weiß ich nicht. Machen wir die nächste Folie, vielleicht wird das dann deutlicher. So, ich weiß nicht, ob das unter Landschaftsbau fällt. Da werden dann diese aus meiner Sicht sehr bedenklichen Schlemme sollen dann irgendwelche Berge verfüllt werden, also sollen Berge gebaut werden. Die sollen dann mit ein paar Metern Erde abgedeckt werden und dann vergessen wir das mal wieder schön. Okay. Ja, also das übliche Problem Ist schaffen, dann was keine in Lösung 1000 Jahren für anbieten. die Pyramidenforscher, Ja, die fragen sich dann ja? da. Oh Mann, ja. Okay, gut, genug des Negativen. Jetzt kommen wir direkt zu den Lösungen. Ganz wichtig. Fermentation vom frischen Urin. Also erstmal grundsätzlich, der Urin habt ihr ja schon gesehen, der ist voller Phosphatverbindungen, also voller Düngeverbindungen. Ihr könnt euren Urin frisch, aber auch wenn er ein bisschen in einem Kanister gestanden hat, es riecht dann zwar nicht mehr so gut, aber den könnt ihr locker im Garten verdüngen. Das ist wunderbar. 1 zu 10 mit Wasser verdünnt oder 1 zu 20, je nach Kultur. Also intensive Kulturen kann man auch Tomaten zum Beispiel mal 1 zu 10 damit gießen, alle 1 bis 2 Wochen. Und dann habt ihr die versorgt und ihr braucht dann keine bösen Phosphatdünger mit dem ganzen Mist drinne. Ihr könnt natürlich auch eine Brennnesseljauche ansetzen oder eine Beinwelljauche, Ackerschachtelnhalmjauche, ist nicht verkehrt. Wobei ich da immer ein bisschen kritisch bin, weil die oft ja so lange stehen gelassen werden, bis die halt wieder im anaeroben negativen Bereich sind, dass die stinken, faulig und so weiter. Und das kommt dann auf die Pflanzen als Dünger. Ich bin der Meinung, dass das nicht so gut ist, weil man damit wieder ein falsches Milieu schafft, sondern man könnte die fermentieren, also ein großes Spanndeckelfass, den ganzen Kram mit viel Wasser rein, ein bisschen EM rein, ordentlich fermentieren lassen und dann hat man auch einen super Dünger, nur dass man ein absolut positives Milieu hat. So würde ich eine Jauche machen. Also so mache ich ja auch eine Jauche. Kommen wir bei Bokashi dann noch zu. Oder man lässt es nur 2, 3 Tage stehen, dass sich das Leben da entwickelt, aber das noch im positiven Bereich ist. Ja, also Also, das ist so. das ist sehr spannend. Also ich kann den eigenen menschlichen Urin nehmen, ihn Ja. etwas verdünnen. Also bei sehr intensiven Kulturen sagst du halt 1 zu 10 oder 1 zu 20 Genau. im Normalfall und könnte damit einmal die Woche würde reichen, halt auch düngen und hätte damit schon mal ja, eine sehr gute Bodendüngung. Richtig, und das Ding ist ja, jetzt sagen viele, das ist ja eklig. Im Gegenteil, der Phosphatdünger, jetzt wisst ihr ja, der ist eklig, weil der hat Uran drin, auch der ganze Blaukornkram. Kann natürlich jetzt Guano und so weiter nehmen. Das ist im Endeffekt aber auch nur Ausscheidung von irgendwelchen Tieren. Also warum nicht von einem selber nehmen? Und jetzt ist es so, ihr habt ja den Harnstoff drin, das habe ich jetzt hier chemisch mal aufgeschlüsselt. Und wenn man jetzt nichts macht und der Urin quasi an der Luft steht, dann wird er irgendwann zu einem pH-Wert von 9, 9,3 tendieren und da wird dann anfangen, Ammoniak auszudünsten, dass es dann stinkt. Weil eigentlich ist der Urin ja sehr sauber und sogar antibakteriell, wenn, ne, so, Ja, richtig. weil der ja durch die Niere gefiltert ist und so weiter. Und jetzt kann man Folgendes machen. Nächste Folie. Da wären wir dann wieder beim Mikrobiom und das, was wir hatten mit dem Herwig-Pommer-Esche, dass Pflanzen Leben fressen. Ja, jetzt könnte man nämlich ein bisschen Zucker reintun in Form von 2% Zucker. Das wären beispielsweise auf einem 10-Liter-Kanister, wenn man den Urin da mal reinkippt, 400 Milliliter Zuckerrübensirup, weil Zuckerrübensirup ungefähr 50-55% Zucker hat. Also das heißt, ihr kippt in den Kanister erstmal einen Becher Zuckerrübensirup rein und einen Schluck effektive Mikroorganismen, damit das ins richtige Milieu geht. Und dann füllt ihr den mit eurem frischen Urin. Also nehmt euch eine Urinflasche Also für für den 10 Liter täglichen. muss man aber schon einige Kästen Bier trinken, du. Ja, so ein 10-Liter-Kanister wird pro Person in der Woche voll. Da kannst du es bei uns, also ich sag mal, so ein Kanister hält bei uns, wenn ich ihn angesetzt habe, in der Regel so maximal, also bei 2 Personen hält er maximal eine Woche. Okay. Wenn, also meistens nicht mal ganz, also eher 5 Tage. Also so ein menschlicher, erwachsener Mensch hat 1 Liter bis 1,5 Liter Urin pro Tag. Ja, wobei 1,5 Liter eigentlich besser sind. So. Genau. Das ist das. Das heißt, da könnt ihr den Urin aktivieren mit, diesen Harnstoff quasi, der geht dann nicht ins, der geht dann ins Saure, also pH-Wert auf 3, 4 ungefähr, wird dann milchsauer, produziert Milchsäurebakterien.
Und das sind die richtig guten Bakterien für den Boden. Da freut sich der Boden drüber. Und auch unser Darm freut sich da übrigens drüber. Aber nochmal kurz zum Zucker. Es ist, Ja. darf kein, jetzt sich dieser Zucker, den ich im Handel kriege, Nee, dort, dann diesen. gärt das. Dann bildet sich Alkohol, sondern du brauchst Zuckerrübensirup oder Rohrzucker, also unbehandelten Zucker im Aber Endeffekt. Und man, Zuckerrübensirup könnte ich jetzt aber auch aus dem Handel nehmen, den normalen oder auch nicht? ja, wenn es geht in Bioqualität natürlich, weil da Ja. sonst wieder diese ganzen Düngesachen da das Mikromilieu belasten. Okay. Aber auch, man kann auch den Goldsaft nehmen oder was. Gängige Hersteller, funktioniert auch wunderbar, habe ich alles schon ausprobiert. Genau, und lieber ein bisschen zu viel Zucker, also lieber wirklich 500 Milliliter als zu wenig, dass man wirklich eine gute Fermentation hat. Und es reicht vollkommen, wenn man den Kanister an eine Heizung stellt oder in einen warmen Raum. Wenn man nur 20 Grad hat, dauert es halt länger. Und damit ist das konserviert. Der Urin stinkt dann auch fast gar nicht. Also ich würde nicht sagen nicht, aber fast gar nicht. Und dann kann man das als Dünger im Garten ganz hervorragend verwenden. Und diese Ammoniak ist ja immer Ausdünstung. Also wenn das jetzt nicht mit dem Zucker versorgt ist, das heißt, da gehen Nährstoffe auch in die Luft verloren. Das wollen wir ja nicht. Deswegen ist diese Fermentation so gut. Und man schafft noch ein gutes Bodenmilieu durch diese milchsauren Bakterien. Ja, es hat nur Vorteile, das zu machen. Wenn man jetzt aber keinen Zucker mehr hat, weil die Läden dann doch leer sind, dann macht man es halt so. Also könnt ihr trotzdem den Urin verdüngen, am besten frisch. Dann stinkt er nicht und dann verliert er auch nichts. Ja, also 1 zu 10 mit Wasser. So, weiter im Text. Ausscheidung, wenn die Versorgung nicht mehr funktioniert. Und jetzt am besten schon. So eine Trenntrockentoilette oder einfach eine Trockentoilette. Das heißt, einfach ein Eimer, wo man reinscheißt. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Das findet ihr auch alles bei mir auf YouTube. Wollte ich jetzt nicht ewig viel zu erzählen. Entweder macht euch einen Einstreu aus Laub oder Sägemehl oder was auch immer, schön Kohlenstoff. Da braucht ihr aber relativ viel. Wenn ihr jetzt nicht den Urin abtrennt, kann man aber auch machen. Dann braucht ihr ungefähr 3 Liter Einstreu pro Liter Urin. Also 3 bis 4 Liter Einstreu, damit das gebunden ist, mit quasi der Kohlenstoff, die das Phosphat binden kann und den Stickstoff binden kann. Damit das, also wenn ihr das dann auf den Kompost schmeißt, positiv verarbeitet wird. Kompost, wie das geht, zeige ich euch gleich. Kommt gleich auch weiter im Text. Nochmal ein schönes Anschauungsbeispiel. So kann das Ganze aussehen. Das ist jetzt ein Selbstbau von einer Trenntoilette, die wir mal in unserem Vereinsheim stehen hatten. Genau. Also hinten dran die Sprühflaschen, das ist im Endeffekt jetzt, das sind effektive Mikroorganismen. Ne? Links seht ihr dann den Sack, da ist einfach das Einstreu drin. Also dieses Einstreu aus Kohle, Urgesteinsmehl und EM. Das ist fertig gekauft oder das sieht Nee, so. das mache ich selber. Kann man auch kaufen. Ach Ist so, aber weil das so relativ in so teuer. einer Tüte ist, habe ich gedacht, das kann man so. Oder die hast du Alter nur praktisch benutzt. Hundefutter, sagst du Ach es. so, alles klar, gut. Genau. Okay. Nächstes. Ja, Arten der Kompostierung. Kommen wir gleich ein bisschen drauf. Wie geht man mit dem Ganzen jetzt im Garten um? Ich würde auch nur diese Fäkalien und so weiter kompostieren, weil das andere ist besser, wenn man die ganzen Sachen auf dem Boden drauf tut. Und um das jetzt safe zu machen für die Kompostierung, also von so Fäkalien, bietet sich hier der erste Punkt an, eine Heißrotte. Weil da wird es nochmal, also das, nicht nur, dass ich quasi meine Trockentoiletteneimer, die fermentieren ja, die sind luftdicht. Das heißt, wenn ich da drauf gehe, mache ich den auf, mache mein Geschäft, mache den wieder zu. Und das fermentiert quasi alles schon vor und dann bringe ich das danach noch in eine Heißrotte, die wird dann über 60, 65 Grad heiß. Dann hat man keine Salmonellen und so weiter, ganz wichtig. Ja. Und wenn das nicht so gut läuft, das heißt, Kompostthermometer, irgendwie Thermometer ab und zu reinstecken. Das Video zu diesem Broccoli-Kompost findet ihr auch auf YouTube, wie das genau geht. Immer mal kontrollieren. Und wenn das eine Woche gut läuft, also über 65 Grad ist, dann könnt ihr das aus meiner Sicht, das müsst ihr aber selber entscheiden, ja, will ich nicht empfehlen, kann man das sogar für Gemüse und so nehmen. Mache ich jedenfalls, muss jeder selber wissen. Ansonsten, wenn das nicht so gut läuft und das mal ein bisschen kälter bleibt, dann nehmt ihr es halt für die Beerensträucher und für die Obstbäume. So, ne? Okay, weiter. Wo ist die Maus? Moment. Ach, da. So, da sind wir. Ja. Da ist er. Genau. Also so sieht das Ganze aus. So ein dampfender Haufen, den setzt man mit viel Stroh auf oder anderen kohlenstoffhaltigen Materialien. Also ihr setzt quasi eine Schicht Stroh auf, dann kommt da eine Schicht von eurem
von eurem Toiletteneimer drüber, dann wieder Stroh und so weiter, dann wässert man das Ganze gut durch. Und dann setzt man das, wenn das heiß geworden ist, also wenn ihr seht, das fängt an zu dampfen. Wichtig ist noch ein Loch in die Mitte, das ist ja ein sauerstoffreicher Prozess, dass da schön Belüftung drin ist. Und dann ist das schon nach 20 Tagen fertig. Aber wie gesagt, guckt euch das, wenn euch das interessiert, detailliert in dem Video an auf unserem Kanal Birkelee Kompost. Das ist halt eine wunderbare Methode, um halt wirklich sehr hygienisch mit den eigenen Hinterlassenschaften umzugehen. Und das Verrückte ist ja, ich habe hier so ein schönes Buch. Ich sehe es gerade im Livestream. Moment, der Herr hängt ein bisschen hinterher. Ich muss mal eben, ob ich es richtig reinhalte, sehe ich gleich. Ist alles gut, ja, sieht man. Mhm. Ja, genau, hier. Von dem Wolfgang Berger, Komposttoiletten für den Garten. Das Verrückte ist ja, die Bauern, die hauen Antibiotika in die Gülle. Ist ja alles mit drin, der ganze Mist, die ganzen Medikamente. Aber ihr dürft solche Hinterlassenschaften übrigens nur privat im eigenen Garten verwerten. Nicht verkaufen, nicht irgendwie in Gemeinschaft machen. Ganz böse, böse. Da könnt ihr aber schon sehen, wie verrückt das eigentlich ist, ja. Das ist ja so ähnlich wie mit der Brennnesseljauche, die ja in Frankreich da seit Jahren schon den Bauern verboten wird, auf die Felder zu machen. Die mussten richtig Strafe zahlen dafür, ja. Ja, ja, gut, wollte ich nur mal gesagt haben. Also dieses Buch hier ist auch relativ gut, wer jetzt wissen will, wie baue ich mir das selber, von Wolfgang Berger. Da sind auch tatsächlich die rechtlichen Grundlagen ziemlich detailliert drin. Wenn man jetzt beispielsweise in einer Gemeinschaft ist und will das irgendwie umsetzen, ja, kann man sich da mal schlau lesen. Genau, weiter geht's mit dem Schichtkompost. Das ist auch eine wichtige Methode für euch jetzt zu Hause, um gescheit zu kompostieren. Da stehe ich jetzt gerade vor einem Schichtkompost. Die Folie wollte ich eigentlich rausschmeißen, egal, nächste. Genau, jetzt mal eine Schemengrafik, wie das aussieht. Im Endeffekt kann man das so aufsetzen. Ja, also ich mache es mittlerweile nicht mehr, komme ich aber gleich zu. Es wäre auch eine Variante, guten Kompost zu machen, also so Schichten zu machen mit den Sachen, die ihr habt, das Ganze abzudecken. Der Nachteil im Gegensatz zum Birkelee-Kompost, der sehr schnell geht und wenig, also der verliert einfach kaum Masse. Und so ein Schichtkompost, der ja relativ lange braucht, also der braucht mindestens 6 Monate, der verliert so viel an Volumen und da geht durch die ganze Umsetzung ganz viel verloren. Also in den 3 Phasen, mikrobielle Phase ist die erste Phase, dann kommt die Pilzphase und dann kommt die Kleintierphase. Und dann ist er ja umgesetzt, aber dann hat er einen Großteil seines Volumens verloren und da habt ihr ein wenig Erde. Also so ein Birkelee-Kompost ist besser. Und diese ganzen Materialien, die ihr da drin habt, die machen viel mehr Sinn, wenn man als Direktmulch das auf die Beete aufträgt. Aber da kommen wir dann noch zu. Aber es ist auch eine Methode, wie man es machen kann. Gut, weiter geht's. Das ist ein ganz schönes Beispiel, wenn man jetzt direkt vor der Haustür mal anfangen will, was zu machen. Das kann man aus allen möglichen Materialien machen. Das ist ein sogenanntes Schlüssellochbeet. Du kannst jetzt schon mal, also da geht es jetzt los. Man macht diese Form. In der Mitte steckt man sich ein paar Holzstäbe hin. Es wird der Komposter in der Mitte. Mach mal das nächste Bild. Genau, da ist schon jetzt ein bisschen in der Mitte schon ein bisschen Erde drin. In der Mitte ist Grasschnitt und die Ziegel sind ein bisschen hoch gemacht. Denn man kompostiert in der Mitte. Genau, nächstes Bild. Dann schmeißt man ganz viel grobes Holz rein, unten rein, damit möglichst lange Nährstoffe drin sind und das sich langsam unten zersetzt und ein bisschen Rottewärme gibt im Winter. Damit erhöht man quasi den Frostpunkt positiv. Und jetzt noch ein Bild weiter, da seht ihr, wie das Ganze pflanzt dann aussieht. Also ganz wunderbar und ihr seht, den Pflanzen, denen geht es richtig gut. Die können jetzt nämlich in der Mitte den ganzen Kompost, den man immer mal, da sollte man immer ein bisschen Stroh oder Laub mal mit draufschmeißen, zwischen den Abfall, den man so mit draufschmeißt, da kann alles drauf, was nicht gekocht ist. Also natürlich jetzt kein Fisch oder Fleisch, das ist nicht gut, aber Gemüse, Obst und so weiter. Und ihr seht, hier sind schon ein paar Pflanzen drin, Kürbis, Kapuziner, Kresse, Kohl. Und ihr seht, wie prächtig das wächst. Und das liegt daran, dass sie einfach ihre Wurzeln natürlich in die Mitte strecken und an dem frischen Kompost, wo die Erde entsteht und das ganze Mikrobiom explodiert
sich die Nährstoffe verziehen können, Also ne? das ist ja wirklich genial. Also das habe ich jetzt auch noch nicht so gesehen. Aber das wäre ja zum Beispiel auch für jemanden, der vielleicht nur einen Hinterhof hat, auch in der Stadt oder weiß ich was, mit der Wenig Platz, Gemeinschaft. sehr effizient, Genau, ne? sehr effizient. Perfekt, So, ja. und vor allen Dingen, ich sag mal, es gibt ja auch ältere Leute unter uns, Rückenprobleme. Ich selber habe einen Vereinsmitglied, der hat sich so mit dem habe ich zusammen so was entwickelt, so ein Ding hingestellt und gesagt, bau dir das. Und jetzt kann er wunderbar rückengerecht gärtnern und hat geile Erträge. Ja? So, die Höhe kann man ja auch selber bestimmen. Ihr seht es ja mit den Ziegeln, das legt man sich zurecht, wie man es braucht. Genau. Das war das Schlüssellochbeet, also geiles Ding. Nächstes Bild. Ja, wenn ihr jetzt beispielsweise einfach eure Trockentoilette nicht mit dem Berkeley, der Berkeley ist ja auch relativ aufwendig, aber sehr sinnvoll, weil der halt schnell geht, sondern ihr wollt jetzt das einfach nur draußen mal eben schnell die Trockentoiletten einmal ausleeren mit dem ganzen Einstreu, dann könnt ihr euch auch so zwei Kompostboxen hinstellen. In der einen macht ihr voll, wenn die voll ist, fangt ihr in der nächsten an, am besten noch eine dritte daneben. Und dann kann man umsetzen. Das heißt, wenn die eine voll ist, kann man die schon mal umsetzen. Dann wird das nochmal schön heiß hygienisiert. Dann kann man ein bisschen hin und her setzen. So eine Kompostbox, genial, vor allen Dingen mit der Methode, mit den Brettern vorne. Die kann man immer rausnehmen. Dann kann man auch unten, ich mache es noch ein bisschen anders. Ich mache quasi so wie so Schubfächer, dass man unten die Bretter auch mal rausnehmen kann, um den fertigen Kompost unten zu entnehmen und oben wieder drauf zu schmeißen. Aber ich hatte jetzt keine Zeit, nochmal im Garten zu rennen, sonst hätte ich nochmal euch meinen Komposter gezeigt. Genau. Da ist eine Variante, ne? Ja, gut. Okay. Nächstes Bild. Ja, jetzt kommen wir wieder zur Herwig-Pommer-Esche. Jetzt wird es nämlich noch einfacher. Wir hatten es ja schon, denn der Herwig-Pommer-Esche, der macht das in seinem Garten noch einfacher. Nächste Folie. Der macht das über die Endozytose. Also nochmal hier als Erinnerung und Wiederholung. Die Pflanzenwurzel ist in der Lage, diese lebendigen Partikel einzuschließen und entsprechend einzubauen in sich selber. Und dann schmeißt es die organischen Bestandteile, also die Restbestandteile, wieder raus. Und davon ernähren die sich anscheinend hauptsächlich. Ne? Genau. Und wie macht der Herwig-Pommer-Esche das? Das sehen wir im nächsten Bild. Moment, muss immer ein bisschen über drei Bildschirme hier mit der Ja, Maus. ich sehe ja, was du machst. So. Genau. Der nennt das Erdisierung. Der nimmt einfach seine Küchenabfälle oder auch mal Grasschnitt, haut das in den Mixer mit viel Wasser und dann schmeißt er das, also hier macht das jetzt gerade durch ein Sieb, weil er das gesiebte Wasser dann für seine Anzuchtpflanzen nimmt, dann wachsen die wie Bulle. Gibt es übrigens auch einen YouTube-Kanal, wo ihr da von dem Herwig-Pommer-Esche viel findet, auch ganz, ganz toll. Und dieses Buch hatte ich ja schon, hatte ich schon gezeigt, glaube ich, ne? Die Humphäre ist ja auch mit dabei gewesen, eben hier Ja. von Herwig-Pommer-Esche. Da findet ihr es nochmal im Detail beschrieben. Genau, und damit düngt er seinen Garten. Ja, genau. Nächstes Bild, da sieht man auch mal, wie seine Beete aussehen. Also auf der rechten Seite jetzt. Ist leider ein bisschen klein. Ich habe es jetzt aus dem Buch rauskopiert, weil ich das online gar nicht gefunden habe. Also der deckt seine Beete komplett ab mit beispielsweise Reisig oder Grasschnitt. Und der hat eigentlich Weltrekorderträge. Der hat mal ein Jahr gehabt, da hat er jetzt hier, ist es auch, was hier im Buch drin ist. Der hat auf einem Quadratmeter 18 Kilo Zwiebeln geerntet. Wow, das ist ja Also wirklich wäre schon, Wahnsinn. ist ja irre, oder? Das ist ja eine relativ groß wachsende Sorte. Isa Craig hat er genommen, die nehme ich auch gerne im Garten. Aber trotzdem, die muss ja auch Nährstoffe und alles genug kriegen. Und da sieht man einfach mal, es geht nicht um diese Phosphatdüngung mit Mineral, sondern es geht um das Leben. Das muss durchsetzt sein von Leben. Und ihr seht ja, wie er es macht. Das heißt, er schmeißt seinen ganzen frischen Küchenkram ins Beet, in gemixter Form oder kleingeschnibbelt, deckt Nochmal, das. nochmal, was genau? Nur auch diese Gemüseabfälle oder kann ich zum Beispiel auch Fleischreste Ja, mit benutzen? gute Frage. Deswegen habe ich es ja kopiert. Auf der anderen Seite sieht man es, wie die Norweger das machen. Die schmeißen zum Beispiel, weil die Norweger fangen ja viel Fisch, ganz frisch vor allen Dingen. Die nehmen die Fischköppe, weil mit denen kannst du ja nichts groß machen, außer Fischsuppe, aber die haben ja auch den Rest vom Fisch, die haben ja genug. Die schmeißen die Fischköppe in so Rillen rein und decken das dann zu mit Erde und ja, das Mikrobiom im Boden zersetzt das, ja, ganz positiv. Da gammelt auch nichts, wenn da Erde drum ist, weil der Boden ist ja durchsetzt auch mit Milchsäurebakterien und so. Und dann hauen die da die Kartoffeln mit rein und ihr seht ja, die Kartoffeln, die sehen gut aus. Ne?
Jo. Ja, genau, also das geht auch. Also deine Frage ist ja Fisch, Fleisch, Käse. Da komme ich aber gleich nochmal drauf. Also Okay. wenn ihr Fleisch habt, das wirklich frisch ist, nicht vergammelt, also ungekocht, haut's mit in den Mixer und gießt es mit in die Bedrillen. Dann kann, also wenn es gemixt ist, ich würde es halt nicht zerschnitten oder so, dann kommen die Mäuse und Ratten, das wollen wir nicht. Aber wenn das klein gemixt ist, können die Viecher da nichts mehr mit anfangen, aber das Bodenleben, ne? Also Genau. gekochtes eher nicht nehmen. Gekochtes, gebratenes. Gekochtes nicht, aber da kommen wir jetzt direkt zu, was man damit macht, weil am Ende, wenn wir hier durch sind, da habt ihr keinen Abfall mehr, ist auf Plastik. So, der Bokashi. Kennen viele unter dieser Eimerform. Da können wir aber gleich zur nächsten Folie gleich springen. Also gucken wir uns noch mal kurz an. Also der Bokashi ist quasi einfach nur ein Fermenter. Das heißt, wie beim Sauerkraut, es ist ein luftdichter Eimer unten mit einem Zapfhahn und einem Sieb, wo man die Flüssigkeit abzapfen kann. Und in dem Fall macht ihr es so: Ihr schneidet euer Essen klein, ob gekocht, Fisch, Fleisch, Käse, Wurst. Hauptsache schön klein, damit es viel Oberfläche hat. Schmeißt ihr das da rein und sprüht das mit ein bisschen EM ein. Und dann könnt ihr unten quasi dieses Bokashi-Wasser, also dieses EM, abzapfen. Das ist dann schon mal ein guter Dünger für den Garten. Das ist genauso, ja, ist voller Milchsäurebakterien. Ist aber positiv, mit ein bisschen Wasser gemischt als Gießwasser, top. Ist aber So. jetzt kein EM, um, sag ich mal, Toilette zu reinigen Nee. oder das, da ist er nicht für geeignet. Okay. Dass wir das Ja, schon es mal kommt drauf an, wie gut der auseinanderhalten. funktioniert. Kommt drauf an, wie gut der funktioniert. Das riecht man. Wenn der super funktioniert, riecht das auch gut. Dann kann man das EM auch nehmen, um zum Beispiel das, also im Kompost. Also ich würde es für häusliche Anwendung nicht nehmen. So. Okay. Genau. Aber diese Eimer, die sind sehr teuer. Viel zu teuer, finde ich. Jetzt kommen wir zur nächsten Folie. Das geht viel einfacher. So mache ich das. Ich nehme einfach, also das jetzt, ich nehme alte Gastronomie-Eimer. Ich kriege die von einem Restaurant. Die haben immer so 10-Liter-Eimer. Wo dann irgendwie Champignons dritter Wahl, also die ganz guten, so, für die Suppe oder was auch immer, Sauerkraut, diese Großsachen aus dem Metro. Ja? Da hast du diese luftdichten Eimer, die sehen ja ungefähr so aus. Und dann mache ich Folgendes: Ich schneide meinen ganzen Kram klein, dann kommt das da rein, wird mit EM eingesprüht und dann kommt da ein ordentlicher Wasserspiegel drüber. Denn was macht man beim Sauerkraut? Das wird ja auch mit Flüssigkeit überdeckt, damit man Luftabschluss hat und dann fermentiert das. Das heißt, den Eimer habt ihr einfach unter der Spüle oder daneben stehen, also da, wo ihr halt schnippelt. Und das, was nicht direkt in den Garten wandert, in Form von gemixten hier oder so, ne, oder als Beetabdeckung dient, könnt ihr einfach im Bokashi zu purem Leben verwandeln. Das wird dann alles Milchsäure vergoren. Da könnt ihr Fleisch, Käse, Fisch, alles reinschmeißen. Wichtig ist klein geschnitten, weil sonst fault's. Der muss luftdicht sein und immer schön mit EM einsprühen und mit Wasser, dass da so ein Wasserspiegel am Ende drüber ist. Macht ihn nicht zu voll, der bläht sich ein bisschen auf, da entsteht nämlich auch das böse CO2. Das macht Leben nämlich immer so. Also das heißt, Genau. um das nochmal zu verbildlichen, Ja. boah, jetzt ist ja den falschen Knopf gedrückt, bei den vielen so. Also ich habe jetzt einen leeren Eimer, ich fange jetzt an, meine Reste dort reinzuschnippeln und dann gebe ich ein bisschen Wasser dazu. Ja, und EM. Also ich habe Ach, eine also EM gehört auch mal mit Sprühflasche. dazu, okay. Genau, also diese effektiven Mikroorganismen habe ich immer eine Sprühflasche quasi bei mir an der Spüle stehen und zwar unverdünnt. Dann hält sich das in der Flasche auch etliche Wochen. Und dann kann man immer einsprühen. Das heißt, man hat eine kleine Schüssel auf der Spüle stehen, wo dann über den Tag die Sachen reinkommen, klein geschnitten. Und am Abend, wenn die voll ist, schmeißt man das in Bokashi, sprüht es ein bisschen ein, macht ein bisschen Wasser drüber, zack, nächster Tag. Das Und heißt, wenn der muss schon Eimer Wasser voll ist, abgedeckt sein oder nur eingeweicht oder wie stellt man sich das vor? Aber nee, ansonsten. einfach so viel Wasser mal mit rein, dass das Gemüse und was ihr da auch immer reintut, im Wasser schwimmt ein bisschen. Ach so, alles Also das klar. ist, ja, das ist quasi Luft abgeschlossen ist. So. Dazu gibt es Wie beim bestimmt auch ein Video bei Sauerkraut. dir auf dem Kanal, hoffe Ja ich. klar, Gut. genau, findet ihr auch. Perfekt. Genau. Und das Coole daran ist, jetzt habt ihr eine Methode, wo ihr wirklich hygienisch alle Abfälle beseitigen könnt. Ihr braucht die schwarze Tonne wirklich nur noch für Restmüll, für den Staubfilter vom Staubsauger oder was weiß ich. Und der ganze andere Kram, den könnt ihr so in positiver Form im Garten bringen. Wenn der einmal voll ist, stellt ihr den für 2, 3 Wochen irgendwo dunkelwarm weg, dass er durchfermentiert. Und dann könnt ihr das direkt ins Beet einarbeiten. Das heißt, irgendwie, wenn ihr die Pflanzen in Reihen gepflanzt habt, einfach oder mit dem Pürierstab nochmal reingehen und einfach reingießen oder einfach, wenn man ein Beet neu anlegt, einhaken und dann 2, 3 Tage warten und dann die Pflanzen reinsetzen. Ja?
Also ihr habt keinen Abfall mehr, sondern ihr erzeugt extrem hochwertigen Dünger. So. Und Futter fürs Bodenleben, ne? Jo. Das dazu, ich denke mal, das war jetzt schon einiges. Also jetzt würde ich fast dazu, genau, du hast schon die nächste Folie, PK-Planung. Und weiter jetzt kommen wir, so ein bisschen rein ins Detail. Was kann man jetzt machen im Garten, um halt Stabilität herzustellen? Das heißt, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, wir sind in der Krise, Lebensmittelversorgung ist begrenzt, gibt nur noch ein paar wenige Sachen und ich will jetzt dafür sorgen, dass mein Garten funktioniert. Das heißt, dass ich nicht ständig Schnecken bekämpfen muss und Insekten bekämpfen muss, weil das ist am Anfang natürlich ein bisschen schwierig, wenn man nur eine Wiese hat, ja? Und ihr seht hier Naturmodule, da kommen wir jetzt zu. Kannst du direkt mal auf Folie 44, da geht es ein bisschen ums Drei-Zonen-Prinzip, PK, also Permakultur Design. Jetzt mal ein ganz praktisches Beispiel, sehr einfach gehalten. Wir haben hier ein Haus, was so halbwegs Richtung Süden ausgerichtet ist. Und jetzt könnte man sich das aufteilen. Das heißt, man macht hier eine Ertragszone direkt am Haus, ne, damit man kurze Arbeitswege hat. Dahinter ist dann die Hotspot-Zone, wo halt Vielfalt stattfindet für Insekten und so weiter, wo man dann Naturmodule mit einbaut, was Naturmodule sind, da kommen wir noch drauf, wo man eine Streuobstwiese realisieren kann. Da habe ich jetzt immer hier diese Benummerung mit KSP, da geht es darum, dass man jetzt verschiedene Obstbäume in Reihe setzt Richtung Süden, um Schädlinge zu verhindern. Also K steht für Kernobst, ein Apfel, eine Birne, S für Steinobst, eine Pflaume, eine Kirsche, Mirabelle und so weiter und P ist ein Stickstofffixierer, zum Beispiel die Gleditsche. Die hat beispielsweise essbare Schoten, die man wie Bohnenschoten essen kann. Ist ein Stickstofffixierer, hat super geiles Holz, macht viel Laub. Ja, einfach eine guter Baum, kann auch eine Ölweide nehmen. Je nachdem, also da müsst ihr euch selber ein bisschen schlau machen. Genau, also ja, ne? Nur dieser Reimschluss. Das geht jetzt darum, dass man verschiedene Bäume hat, dass die Schädlinge wandern müssen, es schwer haben, von Baum zu kommen. Und Vielfalt einfach auch wieder drin hat. Und natürlich auch am besten immer nach Monaten aufgeteilt, so eine Reihe, dass man eine Reihe hat, die wird dann reif im August und so weiter. Und bei den Sorten, also wenn ihr euch Bäume zulegt, guckt, dass ihr auch bei den Monaten Diversität drin habt, dass ihr eine große, breite Versorgung übers Jahr habt. Also das ist hier ein ganz einfaches Design. Jetzt seht ihr außenrum diese Pufferzone und unten den Kompass. Jetzt ist es immer wichtig, beispielsweise die Bepflanzung, also wenn ihr jetzt langfristig denkt, weil wir wissen ja nicht, was jetzt kommt, ja. Und generell ist das auch eine schöne Sache. Außenrum so eine Pufferzone gegen äußere Einflüsse, also wenn ich im landwirtschaftlichen Bereich wohne, gegen Spritzmittel, weil wenn der Wind nicht so rein kann, dann können auch die Spritzmittel nicht so rein. So, und das kann man machen, indem man halt jetzt quasi unten Richtung Süden niedrige Gehölze pflanzt, also eine Hecke bis 2, 3 Meter. Und hinterm Haus höhere Gewächse, wo eh kein Licht hinkommt, um eine Sonnenfalle zu schaffen, dass die Sonne schön drin steht und der Wind nicht so reinkommt. Also West-Ost ist ja meistens die Windrichtung. Dann habt ihr nämlich wenig Wasser, was verloren geht und habt erhöht quasi in unseren Breitengraden hier die Wärme. Also so kann man das quasi machen. Jetzt, das ist jetzt ganz einfach. Jetzt habe ich hier noch schematisch angezeigten Gewächshaus am Haus mit dran, um Wärme zu speichern im Winter, wenn dann doch mal das Öl knapp wird oder irgendwie der Strom für die Elektroheizung oder was auch immer. Und natürlich auch ganz wichtig, das Wasser, das ganze Wasser vom Hausdach auffangen, mit verwerten im Garten. Ich hätte am liebsten jetzt noch eine Wasserfläche mit eingezeichnet als Spiegelfläche. Aber das führt jetzt zu weit. Das machen wir in der nächsten Folie. Da sieht man das ganz schön mal umgesetzt. Kurze Frage, Ja. möchte ich aus dem Chat aufgreifen. Und zwar wird hier Ja. gefragt nach Kaffeesatz, ob man den auch direkt als Dünger nutzen kann. Da gibt es ja dann auch, sagt man immer, hau das mit in die Blumen oder weiß ich was. Ich meine, man kann es natürlich im Bokashi mit reintun, Ja, klar. ne? Aber wäre das auch möglich, Kaffeesatz, sag ich mal, direkt als Dünger zu nehmen oder ist es nicht so effektiv oder Doch, doch. würde auch Also, wie gehen? gesagt, also die Würmer lieben das, aber wenn man sollte es immer gut verteilen. Kaffeesatz macht halt auch ein bisschen sauren Boden, aber es gibt auch Pflanzen, die lieben sauren Boden, wie zum Beispiel die meisten Beeren, Gesträucher und also Erdbeeren und so. Also, Beeren lieben sauren Boden. Okay. Ne? Also, kann man wunderbar als Dünger nehmen. Geht ganz hervorragend. Also,
Kaffeesatz, klar, alles, was lebt, kann in Bokashi rein. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, ob was gut ist für einen Kaden, bokashiert das vorher, dann ist es gut. Okay, Okay. okay. Aber Kaffeesatz könnte ich auch direkt in meinen Ja, Bogen hauen zur klar, Not. Okay. klar. Okay. So, nächste Folie. Das ist ein geiles Design. Das habe ich mir gemopst und eine Quelle habe ich auch angegeben. Margaret und Deacon Kennedy. Die Margaret Kennedy gibt es leider nicht mehr. Also das sind auch zwei Permakultur-Pioniere. Die haben diese schöne Grafik gemacht. Vom Lebensgarten haben sie es, glaube ich, genannt. Da sieht man das mal umgesetzt. Jetzt oben beispielsweise einen Hof. Da seht ihr auch, wie die Sonne da reinstrahlt, auf diese Wasserfläche, die dann wiederum ins Gewächshaus am Haus spiegelt und da die Wärme reinspiegelt und man braucht quasi eigentlich nicht mehr heizen, auch im Winter. Und dann auch diese Anbauflächen davor. Also das ist jetzt quasi ein Real-Life-Permakultur-Design, könnte man sagen. So könnte man das umsetzen. Die haben jetzt natürlich noch Viehhaltung und alles mit dran. Kann man machen, muss man nicht. Hat auch positive Eigenschaften. Also ich sehe die großen, die Huftiere alle als Lieferant für guten Kompost. Denn wenn man Kuhscheiße gescheit kompostiert, kommt da die geilste Erde bei raus. Ne? Okay. So, und da unten drunter seht ihr nochmal ein Beispiel, also wie man das jetzt quasi auch in der Stadt ein bisschen umsetzen könnte. Also wie eine Wiederbegrünung quasi unseres Lebensraums. Ne? Und ja, und jetzt das Gegenbeispiel in der nächsten Folie, wie es halt heute leider viel ist. Jo, lineare Systeme. Ne? Die führen natürlich dazu, dass man die Rohstoffe immer überall herholen muss und Länder ausbeuten muss. Phosphat war ja das schönste Beispiel und am Ende führt es immer zu Zerstörung des Bodenlebens im Endeffekt. Das wollte ich nochmal zeigen, weil es gibt ja auch diese ganzen Aquaponikkulturen, die jetzt so im Trend sind. Aber da habe ich ganz große Bedenken, dass das sinnvoll ist. Also Aquaponik ist im Endeffekt, sind Pflanzen ins Wasser gesetzt, das vorher, also große Fischteiche und da wird das Wasser mal durchgepumpt durch so Aquaponiksysteme, wo dann Pflanzen drin sitzen, die quasi sich dann die Nahrung aus dem Fischexkrement rausziehen. Funktioniert auch sehr gut, ist natürlich viel drinne, aber ob das so sinnvoll ist, auch mikrobiell, weiß ich nicht. Vor allen Dingen müssen wir überlegen, das ist auch so viel Plastik und Energie, die man dafür braucht. Also ist auch wieder ein lineares System. Deswegen, also diese linearen Systeme, die gilt es, glaube ich, aufzuheben. Ne? Okay. Kann ich Gut. noch eine Frage aus dem Chat stellen? Ja, klar. Hier fragt jemand, was er gegen Schilfläuse machen kann. Seine Obstbäume waren befallen. Ja, also Läuse, da kommen wir gleich noch zu den Naturmodulen. Also es gibt ein paar Läuse, die kann man einfach mit ein bisschen Heißdampf quasi runterbringen. Ich glaube, die Grünen waren es, die Schwarzen sind schon wieder schwierig. Aber eigentlich Läuse sind ja gar nicht da, wenn man einen intakten Garten hat. Da fehlen dann die Marienkäfer und die Glühwürmchen. Also da fehlen die Fressfeinde. Ne? So, aber da Okay. kommen wir gleich zu, was Okay. man da langfristig machen kann. Aber wenn man jetzt die erstmal loswerden will, dann kann man beispielsweise auch mit EM ein bisschen sprühen, also diesen milchsauren Sprühnebel, das mögen die überhaupt nicht so gern. Muss man halt immer mal wieder anwenden. Das ist auch keine hundertprozentige Methode. Was man auch machen kann, ist, da gibt es, oh, wie heißt das Zeug denn noch? So eine Art Puder. Also Natronwasser würde sowas auch gehen, wird gerade gefragt. Habe ich jetzt gerade keine Erfahrung mit. Glaube ich eher nicht. Aber was gut geht, es gibt so ein Puder, das gibt es auch für Hunde gegen Läuse und so weiter. Das ist so ein Mineral, das ganz scharfkantig ist. Also es ist winzig klein, aber im Mikroskop ist es scharfkantig. Und dann zerreiben die sich ihre Chitinpanzer, sterben. Wie heißt Und das der Pflanzen. noch, was wir immer, ach, da gibt's, ich kenne das, das kann man auch Ja. nehmen für Parasiten intern, Ja, für den ich Darm. komme gerade nicht drauf. Ich komme gerade nicht drauf. Vielleicht komme ich noch drauf. Also findet ihr auch für Hunde gegen Flöhe und so weiter. Es war nicht Diatomeerde, es war noch was Nee, anderes. Es war noch was ist was anderes. anderes. Mensch, wie hieß das noch? Wurscht. Findet Was man alles im im Internet. Protokoll mit drin stand. Ja, genau. Wie gesagt, gut, machen wir erstmal weiter. Oder was war die Frage aus dem Chat jetzt? Also ob man Natronwasser gegen Läuse auch einsetzen kann, beziehungsweise Wasser allgemein gegen Läuse, ne? Ja, Natron, kommt auf die Verdünnung an, aber dann hast du nachher auch wieder osmotische Wirkung ist ja ein Salz, ne, auf die Blätter und dann nachher gehen die Pflanzen mit kaputt. Ich würde es, glaube ich, eher nicht machen. Kieselgur, genau. Ich habe jetzt Kieselgur, jawohl, das ist Kieselgur, es. danke, Ella, klar. Siehste. Perfekt, ah, im Chat, sehr gut, ja.
So, jetzt kommen wir noch zu Methoden, Naturelemente. Schmeiß mal die nächste Folie rein. Die Mulchwurst. Aber das ist nämlich ein ganz wunderbares System. Hortus-Netzwerk, Markus Gastel, also da könnt ihr auch ganz viel nachlesen. Also Hortus-Netzwerk einfach mal googeln. Und da gibt es diese Mini-Tipps. Also die sind ganz großartig. Also die Mulchwurst, das mache ich bei mir viel im Garten. Also ich brauche eine Sense für, kommen wir gleich drauf. Mit dem Rasenmäher eher schwierig. Außer ihr habt ein Balkenmäher. Und dann dreht ihr quasi das frische Gemähte und macht euch diese Würste. Und der große Vorteil ist, ihr habt einen abgedeckten Boden. Diese Mulchwürste sind nicht wie das, was aus dem Rasenmäher kommt, so dicht, sondern schön luftig. Da gammelt auch nichts und dazwischen könnt ihr das Gemüse setzen. Und der Boden ist immer abgedeckt und ist mit frischer Nahrung versorgt. Das Mikrobiom fühlt sich wohl. Das kann man wunderbar machen, also diese Mulchwürste. Und das ist natürlich fürs Bodenleben ein Traum. Und das Schöne, wenn ihr es mit der Sense macht, dann schreddert ihr auch keine Insekten. Denn jeder Rasenmäher ist ein Insektenstaubsauger und der zerfetzt alles, da bleibt nichts über. Und diese Insekten braucht ihr aber, damit ihr eure Fressfeinde von den Pflanzen, ne, und so weiter. Okay, nächste Folie. Noch ein Beispiel, ein praktisches. Das ist ein Bauer, der hat sehr erfolgreich Gemüse angebaut, indem er einfach große Mengen Gras als Mulch genommen hat. Ich weiß nicht, ob er mit EM gearbeitet hat, ob das damals schon so war. Und ihr seht, der hat also gigantische Gemüseerträge gehabt. Also der hat einfach mit dem Traktor seine Reihen mit dick Gras abgemulcht und hat das Gemüse dann da reingepflanzt. Also funktioniert ganz wunderbar. Wenn ihr jetzt einen Rasenmäher habt und seid nicht mehr so rüstig, um mit der Sense umzugehen, kann man das damit ganz wunderbar machen. Ja, also einfach mit Gras abmulchen. Nehmt halt den Rasenmäher. Mein Vorschlag ist, die Laufwege in eurem Garten mäht ihr mit dem Rasenmäher und den Rest, wenn ihr irgendwie könnt, mit der Sense oder mit dem Balkenmäher, denn damit schont ihr die ganzen Insekten und habt das ganze Jahr über Blütenvielfalt. So, und dann könnt ihr auch noch Blütenvielfalt über dauerhafte Stauden, also Zwiebeln stecken und Saatgut holen, in den Garten bringen und dann habt ihr auch Diversität in dem, weil jede Pflanze holt anderes aus dem Boden raus und das habt ihr dann ja auch wieder in eurem Gemüse drin, wenn ihr das als Mulch nehmt. Ne? Also wieder dieser Diversitätsgedanke. So, okay, nächster Punkt, nächste Folie. So mache ich meinen Mulch mit der Sense. Denn die Sense trennt auch so ab, also wenn man die gescheit dengelt, dann ist die auch elektrisch geladen. Und wenn man morgens in der Früh senst und man hat die gescheit gedengelt, dann sieht man es funken. Das ist irre. Also wenn man wirklich in der Morgendämmerung, wo es noch fast dunkel ist, anfängt mit einer gedengelten Sense zu sensen, dann seht ihr richtig, das ist. Und der Schnitt ist dann am Schnittgut so gerade, dass da auch keine Verletzungen entstehen. Ja, also das ist auch sehr schonend für die ganzen Gewächse auf eurer Wiese. Ja. Das hat nur Vorteile und die Insekten werden nicht getötet. Also Mini-Mini-Anteil der Insekten wird natürlich auch mal gekillt von so einer Sense, aber beim Rasenmäher eigentlich so gut wie alles. Okay, schmeiß mal die nächste Folie rein, da sieht man nochmal, wie man das dann macht. Also mal. Ne, also im Endeffekt ganz einfach. Genau, also ich sammle das ganz gerne mit meinem Lastenfahrrad dann ein, was ich da so an einer Reihe gesenst habe. Drehe dann meine Mulchwürste draus. Wir haben ja ein recht großes Grundstück, das ist natürlich sehr viel, aber das könnt ihr bei euch im Garten natürlich auch machen. Und das Wichtige ist auch, wenn ihr Flächen habt, die ihr nicht für Ertrag nutzen wollt, also für Gemüseertrag, macht es auch Sinn, die immer wieder so zwei, dreimal im Jahr zu sensen. Am besten immer nach den großen Blüten, damit auch immer Blühstreifen da sind, auch immer was stehen lassen. Mit Futter für die Insekten da ist, dann macht ihr nämlich den Boden mager. Das heißt, ihr nehmt quasi die Nährstoffe ein bisschen raus, aber damit erhöht ihr die Vielfalt, denn auf einer mageren Wiese wachsen 400 bis 600 Blütenpflanzen und auf einer fetten Wiese nur 40, 50, weil die natürlich so kräftig wachsen, dass sie sich gegenseitig überdecken und dann hat man wenig. Und damit erhöht ihr auch die Anzahl an Insekten in eurem Garten und der Nützlinge. Ne? Das heißt, es macht durchaus Sinn, auf Flächen mager zu machen und dann nur den Mulch sich rauszuholen, anstatt alles in Gemüse umzuwandeln, also wenn man nicht alle Fläche braucht. Also sind wir wieder beim Drei-Zonen-Prinzip. Das wäre jetzt die Hotspot-Zone bei uns. Ne? Okay, weiter geht's. Ja, Wurzeln und Stämme im Garten. Wenn ihr irgendwie
drankommt, Totholz. Ganz, ganz wichtig, es gibt verschiedene Insekten, die sind jahrelang im Totholz drin. Da geht es vor allen Dingen um Laubholz, Nadelholz eher nicht, die auch wieder Nützlinge sind. Also bevor die Käfer werden, gibt es gewisse Käfer, die wirklich 6, 7 Jahre im Holz sind als Larve, bevor die mal zum Käfer werden. Und wenn ihr solches Totholz im Garten liegen lasst, als Beetkante oder einfach auf einem großen Totholzhaufen, da kannst du schon mal die nächste Folie reinschmeißen. Sieht man das nochmal schön, so ein Totholzhaufen. Dann schafft ihr einfach Lebensraum und damit Stabilität in eurem Garten. Ja? Und so ein Totholzhaufen, da gehen dann auch, also das ist Lebensraum auch für größere Lebewesen, für Igel, für Schlangen und so weiter. Also wer da kein Problem mit hat, es gehört halt zum Leben dazu. Ja? So. Okay, und am Ende kommt natürlich immer guter Humus dabei raus. Ja, genau, die Steinpyramide. Auch wieder wichtig, wenn ihr Kräuter anbauen wollt, drumherum, die spendet Schatten. Ist wieder ganz viel, also Insekten brauchen für die Winterstarre stabile Temperaturen. Und in so einer Steinpyramide, die erwärmt sich nicht so schnell und die kühlt nicht so schnell ab. Und wenn sie erstmal kühl ist, taut sie nicht so schnell auf. Denn wenn in der Winterstarre ein Insekt schnell auftaut, dann geht es kaputt. Das heißt, in solchen Steinpyramiden oder auch Steinmauern, die nicht verfugt sind, sondern offen sind, also quasi so eine aufgesetzte Mauer, könnt ihr wieder Lebensraum schaffen für die ganzen Nützlinge in eurem Garten. Und so ein Schmetterling kann sich da mal aufwärmen. Der braucht nämlich auch Sonnenflächen. Ne? Also auch ganz wichtig und sieht schön aus. Also wir haben es ja Okay. bei dir vor Ort gesehen. Das war wirklich beeindruckend, auch die Wärme, die die gespeichert haben. Also das ist wirklich, also sieht auch wirklich Hammer aus. Also könnt ihr noch mal das Video gucken von Ein Fall für zwei mit dir. Da Ja. gehen wir ja ein bisschen auch durch deinen Garten. Da gehst du ja auch ein bisschen näher drauf Ist ein. einfach optisch total schön, ne? Und jetzt kommen wir nochmal zur Pufferzone so ein bisschen mit der nächsten Folie. Also Pufferzone heißt ja außenrum Gehölze, aber wenn man noch keine Gehölze hat und erstmal Basis schaffen will und ihr habt einen Grünplatz in der Nähe oder Nachbarn, die ständig ihren Garten leerräumen, schnappt euch das ganze Astwerk, was sie wegräumen, tut es in euren Garten und macht zum Beispiel so Naturzäune, also Totholzhecken oder Benjeshecken. Und wenn ihr das macht, habt ihr schon im nächsten Jahr, garantiere ich euch, spätestens im zweiten Jahr habt ihr da bodenbrütende Vögel drinne. Und die sind natürlich wieder super im Garten, weil die picken euch die Schadinsekten weg. Und die brauchen aber so geschützte Lebensräume, wo dann auch mal die Brombeere dann hochrankt mit den Stacheln und die Katze nicht gleich rein kann, jetzt als Beispiel, ne? Und optisch schön. Und am Ende wird natürlich immer hervorragender Humus da draus. Ist ja wie ein Kompost, den ihr aufsetzt, ja. Dauert natürlich etliche Jahre, bis das alles zersetzt ist. Ja, aber so könnt ihr auch mit eurem Astschnitt wunderbar umgehen, ne? Okay. Nächste Folie. Ganz kurz angerissen. Wildbienen. 75% der Wildbienen brauchen keine Insektenhotels. Das sind eigentlich eher die häufigen, kann man natürlich auch machen, sondern die brauchen Sandarien. Das heißt, die brauchen scharfkantigen Sand, in den sie sich einbuddeln können, in den sie Niströhren reinmachen können. Und da liegt so ein Ast hier drüber, dass sie auch mal tropfsichere Zonen haben. Das heißt, wenn ihr irgendwie Bestäuber in eurem Garten haben wollt und kein Imker werden wollt, also für eure Apfelbäume und so weiter, müsst ihr Wildbienen ansiedeln. Die kriegt ihr über Insektenhotels. Gibt es etliche Anleitungen zu. Ich rate von Insektenhotels ab, wo Tannenzapfen und Stroh und den ganzen Mist ist alles Bullshit, wird teuer verkauft. Aber funktioniert nicht. Einfach Holz, wo gegen die Faser reingebohrt wird. Also einfach Hartholz. So. Gut. Könnt ihr euch im Hortus-Netzwerk auch zu schlau lesen, wenn das für euch interessant wird. Aber wie gesagt, ein Großteil von diesen 75% also diese 75% der Wildbienen sind bodenbrütend und brauchen solche Sandungen oder Lehmbrüche. Ne? So. Okay, noch ein Detail dazu. Hatte ich mir hier noch nebenan gelegt, hier so ein Papier vom Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, mal grob abgerissen. 193 Arten, davon sind also von den Wildbienen jetzt, da sind 35% nicht gefährdet oder bedroht. 79 Arten sind 16% vom Aussterben bedroht und so weiter. Könnte ich jetzt ewig weitermachen. Also da tut ihr richtig was Gutes, weil den Wildbienen geht es in unserem Land nicht gut und das sind die wichtigsten Bestäuber aus meiner Sicht. Ja. Okay. Ja, jetzt weiter noch ein ganz wichtiges Tool, was ihr im Internet findet. Das ist so ein geiles Ding, der phänologische Kalender. Weil ihr fragt euch jetzt ja natürlich, woran erkenne ich, wann ich was pflanzen muss? Und da gehen viele einfach immer nach den Monaten, ist aber falsch. Man muss gucken, was blüht wann.
weil die Vegetationsperioden verschieben sich ja in den letzten Jahren sehr stark. Aber dieser phänologische Kalender, der orientiert sich an, zum Beispiel, wenn der Löwenzahn blüht und so weiter. Und das findet ihr, den findet ihr im Internet über die Anstiftung. Der ist super umfangreich, also ist auch kostenlos. Und da kann man genau sehen, wann kann man was aussehen. Also wann kann man welche Pflanzen in den Garten bringen. Genau, also ganz wunderbares Tool. Das hängt bei uns immer hier hinten an unserer Planungstafel. Jetzt hatte ich es mir gerade abgenommen, damit ich mich daran erinnere. Also so sieht es ausgedruckt aus hier. Genau, und ganz wunderbares Planungstool einfach, das ihr euch kostenlos besorgen könnt, wenn ihr jetzt nicht genau wisst, wann man was pflanzt. Ja, bist du noch bereit für ein paar Fragen aus dem Na Chat? klar, immer Okay. gern. Also der Kevin fragt, ob du uns auch was sagen kannst zu selbstvermehrenden Nutzpflanzen, wie zum Beispiel Kommt jetzt. Topinambur. Ja, Weil kommen jetzt wir richtig, jetzt ja, zu. okay, du Ist kommst. die nächste Folie? Okay. Passt ja Ach, da genau. ist er ja Pflanzenliste. Ich habe ein paar sogar. aufgeschrieben, ein paar wenige, damit das nicht zu viel wird. Und natürlich etliche. Also Topinambur, was ist das? Topinambur ist eigentlich ein Sonnenblumengewächs. Das bildet eine Knolle, ähnlich wie eine Kartoffel. Und ist aber auch invasiv. Das heißt, sucht euch eine schöne Ecke im Garten, wo es einigermaßen sonnig ist. Pflanzt das Zeug ein. Und das generiert euch immer Ertrag. Allerdings solltet ihr das, wenn ihr das das erste Mal esst, ihr solltet euch langsam rantasten, weil das ist so ballaststoffhaltig, also so gesund, dass wer selten Ballaststoffe isst, erstmal Blähungen kriegt. Und zwar richtig gemeine. Das tut richtig weh. Also die kommen sehr große ja, genau. Trompetenkäfer Also Topinambur, geiles Zeug, kann man mit Kartoffeln gut mischen. Und das ist der große Vorteil, Topinambur könnt ihr auch roh essen, also am besten sogar roh essen. Schmeckt auch wirklich sehr nussig, schmeckt richtig lecker, also ich mag es sehr gerne. Natürlich die Kartoffel, ja, extensiv. Beispielsweise jetzt, das hatte ich jetzt leider nicht mit drin, also wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt erstmal Kartoffeln anbauen für den Winter, weil ihr Schiss habt, dass die Lebensmittelversorgung nicht mehr gewährleistet ist. Dann könnt ihr jetzt beispielsweise irgendwie da, wo ihr jetzt die Fläche habt, wo ihr das machen wollt, da könnt ihr beispielsweise grob umgraben, also die Grasnarbe ein bisschen umstechen oder kleine Hügelbeete quasi mit der Grasnarbe anlegen, Kartoffel rein und dann fettmulch drüber. Also ruhig 20, 30 Zentimeter. Wenn es jetzt Herbst wäre, würde ich sogar sagen, fast 1 Meter mulch, Kartoffeln schon drunter, das sackt dann im Winter ab und dann schießen die Kartoffeln durch. Jetzt würde ich halt gucken, dass ihr halt Beete anlegt, Kartoffeln rein, Mulch entsprechend drüber und ab und zu mal nachmulchen, dass nicht nachher die Kartoffeln grün werden. Macht aber auch nichts, habt ihr Saatkartoffeln fürs nächste Jahr. Also so könnte man Beet auch anlegen, also ohne viel umgraben, sondern nur ein bisschen umstechen, die Grasnarbe, Kartoffel rein und die Grasnarbe wird dann vom Bodenleben zersetzt. Immer mit der Voraussetzung genug Mulch drüber, dass natürlich die Grasnarbe nicht wieder durchwächst, aber die Kartoffel ist ja stärker als die Grasnarbe. So, dann, was kann man machen natürlich, was ertragreich und lagerfähig ist? Kürbis, sehr lagerfähig, hält sich bis jetzt eigentlich oder noch länger. Wenn ihr einen guten, kühlen Keller habt, dann hält der Kürbis fast schon so lange, bis dann die ersten Frühkartoffeln wieder kommen. Super Pflanze. Noch ein Tipp beim Kürbis. Und auch bei der Zucchini und bei allen Kürbisgewächsen gehört ja auch die Gurke zu. Also Cocobido ist ja der lateinische Name. Wenn ihr Saatgut habt, könnt ihr am lateinischen Namen sehen, ob sich das kreuzt. Also der Grundname beim Kürbis ist Cocobido. Und beispielsweise ist der Hokkaido-Kürbis ein Cocobido Maxima. Und der Halloween-Kürbis ist aber auch ein Cocobido Maxima. Das heißt, die würden sich kreuzen. Das seht ihr am Zweitnamen. Das heißt, wenn ihr jetzt Kürbis pflanzt, guckt auf die Zweitnamen, dass sie sich nicht kreuzen, damit ihr auch wieder vernünftiges Saatgut habt. Denn in der Krise ist es natürlich wichtig, sein eigenes Saatgut zu haben. Und das geht nur, wenn das sich nicht einkreuzt. Kohl ist natürlich auch eine super Pflanze, die man gut fermentieren kann, Kimchi machen und so weiter. Kohl kreuzt sich aber immer ein mit wilden Sorten. Das heißt, wenn ihr einen Grünkohl pflanzt und da Saatgut auszieht, habt ihr nie wieder einen richtigen Grünkohl. Macht aber nichts, weil die Kohlblätter sind ja trotzdem sehr gut. Ja? So, ist eh besser, diese Ursprungssorten zu nehmen. Die sind auch resistenter. Dann Zucchini kann man machen, sehr ertragreich, ist natürlich nicht ewig lagerfähig, aber kann man gut einmachen.
Und dann Bohnen, also Bohnen, ich habe euch hier mal ein paar genannt. Also die dicke Bohne, die kann man stecken, die wächst so in Stängelform, die kann man dann frisch ernten und verzehren. Also die ist auch roh essbar. Kann man auch gut einlagern, einkochen, einfrieren. Wachtelbohnen, das ist eine Buschbohne, die pflanzt man in Gruppen. Das heißt, ihr macht ein kleines Loch, haut 6, 7 Bohnen rein, stützen sich gegenseitig und dann könnt ihr die vom Busch quasi abzwacken. Das sind super leckere Bohnen. Haben manchmal ein bisschen Faser, wenn man sie zu spät erntet, macht aber gar nichts, weil man hat immer noch was zu fressen und das schmeckt gut. Und dann die Feuerbohnen oder steirischen Käferbohnen haben die, heißen die auch vom Namen her. Dieses eine Stangenbohne, das heißt, wenn ihr ein schönes Bohnengerüst euch baut und diese Feuerbohnen, Stangenbohnen da dran setzt, die haben richtig Fettertrag. Ja? Und das ist, die kann man auch schön ernten, trocknen, luftdicht verschließen, mit der Käfer stirbt oder mit ein bisschen, ach, wie heißt das Zeug jetzt noch, ein altes Hausmittel, ganz bisschen mit rein. Ach, fällt mir gar nicht ein. Also man muss gucken, dass die der Bodenkäfer nicht dran geht. Ne? So, und jetzt noch, also könnte ich jetzt noch viele Pflanzen nennen, aber wie gesagt, hier so Bücher sich besorgen. Genau. Und Kapuzinerkresse habe ich aufgeschrieben, weil das ein natürliches Antibiotikum ist. Das heißt auch hier Krankheitsprävention durch Pflanzen mit den ganzen Kräutern im Garten da und so weiter. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Ich muss mal kurz aufs Klo. Okay, ja, dann geh Gib mir einfach. eine Minute, komm Ich gleich gebe dir eine wieder. Minute, genau. Ja. Was erzähle ich denn dabei, bis der Daniel wieder zurück ist? Also ihr seht, es ist ja, reichlich Input ja, vom Daniel. Wie gesagt, ich erwähne nochmal die Seite, das ist die waldgeister.de. Und ich kann vielleicht schon mal erwähnen, wie gesagt, das ist ein eingetragener Verein und ja, auch die kann man natürlich unterstützen. Also ich denke, der Daniel macht da wirklich absolut gute Arbeit. Wir waren ja vor Ort, haben uns das auch selbst angeschaut. Es ist wirklich Wahnsinn und natürlich auch viel, viel Arbeit, sowas zu bewirtschaften. Also es ist tatsächlich, ja. Ich werde ihn auch gleich nochmal fragen nach Balkonlösungen natürlich, weil das ist ja, wie gesagt, nicht jeder hat ja leider einen Garten oder die Möglichkeit, was anzubauen. Aber das werden wir, denke ich mal, gleich nochmal mit ihm klären, was es da noch für Insellösungen gibt, um halt in der Krise durchzukommen. Aber ja, klar, das muss man sich wahrscheinlich auch nochmal dreimal anhören, diese Sendung, und mitschreiben, beziehungsweise, denke ich mal, auf seinem YouTube-Kanal, wir werden ihn nochmal verlinken, da finden wir natürlich dann auch viel, viel Videos zu jeder einzelnen Sache, die er hier aufgeführt hat, zu Bokashi und allen möglichen Sachen, Holzkohle. Da ist er ja schon wieder. Jawohl. Du hast dir aber nicht die Hände gewaschen. Ich bin sehr schnell bei Ach sowas. so, okay. Schon immer gewesen. Gute Ja. Leitung. Alles klar. Ja, Gut. du musst ja die Prostata trainieren, ne? Also auch Okay. mal Gas geben. Ach so. So. Ja. Genau, also bei diesen Pflanzen kann man natürlich noch ewig weitermachen mit. Oh, eine habe ich noch vergessen. Guter Heinrich, der wilde Spinat, der ist nämlich standfest, der verfriert im Winter nicht. Also guter Spinat verfriert auch im Winter nicht, aber ist nicht ganz so frostfest. Also guter Heinrich in der Pfanne mit Knoblauch ein Gedicht. Ja? Und guter Heinrich ist sogar eine rote Listepflanze, aber wenn man den Boden ab und zu mal mit ein bisschen gutem Dünger düngt, dann wächst der wie Bolle. Also ist irre. Und der produziert auch wunderbares Saatgut, den kann man gut vermehren. Der hat auch fettes Rhizom unten dran, dass man auch, also den kann man einfach durch Vereinzelung auch vermehren. Guter Heinrich. Spinat aber ist auch eine super Pflanze. Genau, aber da müsst ihr euch selber ein bisschen schlau machen. Genau, bevor ich es vergesse, die Frage kommt nämlich bestimmt auch im Nachhinein, wo kriege ich vernünftiges samenfestes Saatgut, also Saatgut, was ich auch vermehren kann. Alte Sorten, hier haben wir es, also sehe wieder nicht, ob es in der Kamera ist. Passt es, Michael? Ja, ne? Dreschflegel.de kenne ich auch, Der genau. Dreschflegel-Katalog, also soll keine Werbung sein. Also ihr wollt ja wissen, wo kriegt man das? Also das ist ein Verband von Bauern, die selber Saatgut herstellen, in Bio- und Demeter-Qualität. Und dann noch eine Sache, wo ich relativ viel drüber beziehe, biogartenversand.de, Hofjewel, da kriegt ihr auch Apfelbäume und alles Mögliche an Kulturgemüse. Das sind wahrscheinlich sogar teilweise dieselben Bauern, die hier bei Dreschflegel drin sind, vermute ich mal. Weiß ich jetzt nicht genau, aber da kriegt ihr auch vernünftiges Gartengerät, also gutes Werkzeug, ne? Okay. Genau. Daniel, jetzt müssen wir nochmal auf die Sache eingehen, Balkonlösung, ja, zum Beispiel. Also was kann ich wirklich machen für die Leute Ja. auch nochmal, die jetzt, sag ich mal, wenig Platz haben oder nur in der Wohnung die Möglichkeit haben, vielleicht noch nicht mal einen Balkon haben. Also was hättest du da für Ideen?
Also ich sag mal so, langfristig geht das. Ne? Wir müssen jetzt festhalten für urbane Permakultur. Das geht natürlich langfristig. Aber wenn jetzt wirklich die Krise kommt, kann ich nur sagen, ihr solltet euch vorher Gedanken machen, habt ihr Verwandtschaft auf dem Land, könnt ihr da irgendwo unterkommen. Weil wenn die Krise wirklich lebensmittelversorgungstechnisch kommt, ihr könnt zwar in der Stadt langfristig Lebensmittel erzeugen, auf Dachflächen, auf dem Balkon und so weiter, da kommen wir gleich auch zu. Da habe ich jetzt keine Folie mehr zu, das machen wir jetzt so, aber das braucht eine gewisse Zeit, ja. Also auf dem Balkon könnt ihr zum Beispiel Beetkästen setzen oder kleine Hochbeete bauen, in denen ihr dann zum Beispiel auch mit Bokashi und so hochwertige Erde erzeugt, wo ihr Würmer reinsetzt. Aber auf dem Balkon, das verfriert auch, wenn ihr Pech habt, mal im Winter sterben dann die Würmer oder ja, also das ist nicht so safe. Da kann man einiges machen. Dann kommt es auch immer auf den Hausbesitzer an. Darf ich, wenn ich jetzt eine schöne Balkongeschichte habe, unten einen Wein setzen, der dann über 4, 5 Etagen alle mit Wein versorgt im Sommer oder eine Kiwi? Ein Freund von mir hat an der Südwand eine Kiwi, die versorgt ihn jedes Jahr mit 60 bis 100 Kilo Kiwi. Das geht aber nur, wenn sich die Hausbesitzer einig sind. Und dann kommen wir wieder zur sozialen Komponente, warum bei Permakultur das Soziale so wichtig ist. Weil wenn das nicht funktioniert, funktioniert das auch nicht. Das heißt, wenn es zur Krise kommt, aus meiner Sicht ist es leider immer noch so, dass es an den sozialen Sachen scheitern wird oder könnte. Deswegen Also auch, ich habe da eigentlich ja. ein relativ gutes Gefühl. Also wir sind da gerade so in so einer kleinen Ausnahmesituation. Also die Leute beginnen ja auch zu hamstern aufgrund der Lage. Ja. Die Läden sind schon an der einen oder anderen Stelle sehr leer. Ich weiß nicht, warum die Leute so auf Klopapier stehen, aber anscheinend ist das irgendwie ein sehr gefragtes Mittel. Gutes Thema, gutes Ja. Thema. Dazu eine direkte Lösung. Das mache ich seit Jahren eh schon so, weil ich auf Klopapier scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde Klopapier mittlerweile ziemlich eklig, weil wenn man sich trocken den Hintern abwischt, dann bleibt immer was hängen. Sondern wir haben bei uns im Klo, da wir zwei Kinder haben und da die Windelwäsche anfällt, also wir Stoffwindeln machen, weil wir nicht so viel Müll erzeugen wollen, haben wir eh alle 2, 3 Tage eine Kochwäsche an. So. Und da wandern dann immer so, also wir schneiden uns quasi, also gibt es auch fertig, so kleine Baumwollläppchen aus alten Handtüchern, dann mit der Nähmaschine nehmen wir einmal drumrum oder mit der Zackenschere, dass sie die nicht ausfransen. Und schon hat man ein wunderbares Klopapier, das macht man leicht feucht. Und dann wischt man sich den Hintern mit ab, das kommt in den Windeleimer, der Urin, der hält das schön steril, bis das in die Wäsche kommt. Wenn man eh da alle 3 Tage wäscht, ist das super. Ansonsten könnte man einfach drauf pinkeln und dann bleibt das auch steril, bis das in die Wäsche kommt. Da muss man halt vorher einmal durchspülen. Gibt es ja bei der Waschmaschine einmal spülen und dann erst waschen. Und schon braucht man kein Klopapier mehr und ihr habt euch noch nie so sauber gefühlt. Ich sag's euch, das ist genial. Ja. Ja, im arabischen Raum ist das übrigens Standard. Die wissen, was sie tun. Ja. Also wie gesagt, ich habe wie gesagt die Erfahrung gemacht, dass die Leute doch jetzt, also zumindest hier bei mir in der Region, irgendwie kommunikativer geworden sind. Also ich habe noch nie, es ist, also man kommuniziert eigentlich jetzt mehr in den Läden mit den Leuten, als diese Krise jetzt nicht da war, Ja, ja. ja. Und Mhm. man merkt eigentlich auch, die Stimmung ist eigentlich sehr, sag ich mal, gereizt gegen diese Entscheidung, die getroffen wird, oder wurde. Es versteht Ja. keiner. Also es ist nicht so, dass da alle jetzt sagen, okay, das ist jetzt so, bla bla bla, sondern da gibt es auch ganz, ganz viele, die langsam, für die das jetzt der Aufwacheffekt ist, dass sie merken, Moment, hier stimmt irgendwas nicht. Also wie kann man so eine Entscheidung treffen mit den und den Konsequenzen, ja? Also wie gesagt, also ich sehe das ja, dass das in der Krise eigentlich auch dieses Soziale sich selber zusammenfindet, weil das auch in uns drinne steckt, weil wenn wir diesen Staat, ja, von dem wir abhängig gemacht worden sind, ja, sozusagen, wenn der nicht mehr so funktioniert, wie wir das gewohnt sind, dann und wir auch mehr auf uns fixiert sind, dann glaube ich, wachsen da in den meisten Stellen, an den meisten Stellen auch wieder Gemeinschaften eher zusammen aus der Not heraus. Ja, also, Sehe ich auch ne? so, sehe ich auch so. Also wie gesagt, nochmal, wie gesagt, soll keine Werbung sein. Auch hier drinnen in diesem wunderbaren Buch von Bernhard Gruber, Soziale Permakultur. Also da sind auch ein paar wirklich schöne Ideen drinnen, wie man in Gemeinschaft Sachen hinkriegt. Ne? Und darum soll es ja auch gehen. Also selbst wenn die Krise jetzt nicht kommt, ist das ja ein sinnvoller Weg, wieder in die Richtung mehr zu gehen. Weil da wird man automatisch, denkt man ganz anders.
Und dann ist das, also sind so Krisen auch gar nicht mehr so wichtig, weil wenn man da gut organisiert ist, dann fällt einem das gar nicht auf. Also haben wir noch weitere Ideen für Zimmer, kleine Wohnung Ja, beziehungsweise Balkon? genau, also was ich noch sagen wollte, ist, genau, wo haben wir es? Auch in der Stadt. Noch ein Buch, ich weiß, es ist jetzt viel Literatur, aber hier dieses wunderbare Buch, essbare Wildpflanzen, denn auch in der Stadt gibt es essbare Wildpflanzen, natürlich nicht in Unmengen. Aber es gibt hier gesagt, also diese Enzyklopädie von Guido Fleischhauer, 1500 Pflanzen Mitteleuropas, die man eigentlich alle essen kann oder beziehungsweise teilweise nahrungsmitteltechnisch verwerten kann, kann ich nur sagen, wenn ihr da Interesse habt, macht euch schlau. Und man kann auch Sachen, auch Wildkräuter fermentieren, Pestos draus machen, mit Öl einmachen, also jetzt auch einfach Vorräte schaffen, auch auf kleinem Raum. Und gerade für den Winter, also auch, das kann man auch in der Stadt machen, Sachen keimen. Also besorgt euch Saaten. Wer das noch nicht kennt, es gibt einen ganz tollen Lebensmittelversand, die eh nur mit Großmengen arbeiten. Ich vermute mal, dass die auch noch relativ viel auf Reserve haben. Bode Naturkost. Sich Saaten oder gibt auch andere Bio, also Sachen, wo man, also die Solavis bestellen, glaube ich, relativ viel bei Bode. Und da kann man halt in Großmengen sich beispielsweise jetzt noch Linsen besorgen oder Also wir haben Reis zum oder Mohn. Beispiel Buchweizen. Ist Buchweizen. perfekt. Also Buchweizen hat so viel, hat alles drin, was du brauchst. Und die machst du einmal, weichst du einmal 20 bis 40 Minuten ein im Wasser, lässt das abtropfen, backst auf dem Fensterbrett und die keimen innerhalb von 1 bis 2 Tagen und sind dadurch fermentiert oder ja, du kannst es braten, also du kannst es warm machen, du kannst es kochen, du kannst das anrösten sozusagen. Also das ist sehr nahrhaft und Super hat geil, ja. alles, was du brauchst. Also Buchweizen zum Beispiel ist, Kannst ja mit ne? Linsen genauso machen, die Genau. kannst du auch Aber wie super gesagt, keimen. nicht der geschälte. Es darf nicht der geschälte sein. Das muss wirklich Ja. der naturbelassene Buchweizen sein. Kriegt man, glaube ich, mittlerweile in Bioqualität in Also einigen kriegst du Drogerie. bei Bode alles und das Verrückte ist, du sparst da sogar Geld. Beispielsweise Milch. In der Stadt Milchversorgung ist schlecht, wenn die Krise kommt. Ja. Da kann man ja als eh gesünder Pflanzenmilch machen. Ja, weil ihr kriegt ja nur noch pasteurisierte Milch. Rohmilch kriegt ihr ja gar nicht mehr. So, und eine Pflanzenmilch mit Nüssen. Bestellt man sich halt 5 Kilo Nüsse, kostet natürlich mehr als, also die Menge, aber es kostet im Schnitt weniger als im Supermarkt durch die Menge. Dann, das wird ja auch nicht schlecht. Also Haselnüsse halten sich sehr, sehr lange oder Walnüsse oder was auch immer. Und einfach so ein bisschen jetzt Vorrat anlegen und im Zweifel verbraucht ihr den halt einfach. Das ist ja, also wir haben seit ein paar Jahren, meine Frau und ich eigentlich immer, bestellen wir in Großmengen nur noch, weil A, es ist günstiger und man hat einen Vorrat. Also bei Nudeln genauso. Ja, warum soll ich denn immer diese Plastikpackung, diese verschweißten Nudeln kaufen? Da lasse ich mir doch lieber von Bode einen 5-Kilo-Sack aus Papier kommen und verbrauch die. Nudeln halten sich ja ewig, ja? Schön in der trockenen Speisekammer stehend. Ist natürlich wichtig, eine Mottentafel mit reingehängt, alles gut. So. Und das ist eine Lösung für die Stadt. Aber das muss man auch jetzt nicht exzessiv machen, sondern man überlegt sich jetzt, was esse ich sowieso? Und dann bestelle ich mir halt mal ein bisschen mehr. Dann bestelle ich mir halt 5 Kilo Reis, weil ich eh gerne Reis esse und dann habe ich da was auf Reserve. Und im Zweifel komme ich halt über die Runden, wenn da doch mal eine Krise kommt, in Anführungszeichen jetzt die nächsten Monate. So, und ich denke, Bode ist ja ein Lebensmittelversand, die dürfen noch liefern. Und da muss man sich am besten mit ein paar Leuten zusammenschließen, weil das um Großmengen geht, damit der Versand nicht so teuer wird. Die liefern das auf der Palette und dann stellt man sich das halt dann in die Speisekammer irgendwo rein. Gibt es bei diesen keimfähigen Sämereien, gibt es dort ein Lagerlimit oder sind die eigentlich, wenn die trocken gelagert werden, eigentlich immer noch keimfähig, auch nach 2, 3 Jahren zum Beispiel oder so? Boah, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf bei den einzelnen Also ich Saaten, würde aber sagen, die wenn. sind lange Ja, lagerfähig, ne? sehr Also lange. glaube ich, Also ja. Getreide ist ja, ich glaube, hatten sie nicht mal irgendwo da in einer Pyramide der Getreide gefunden, das noch keimfähig war. Also ich Okay. glaube, das dauert, also wenn das gut trocken gelagert ist, mit wenig Luftfeuchtigkeit, dann hält sich so Saaten und Linsen und Boden und das hält sich alles sehr, sehr lange. Man kann sowas ja auch vakuumieren, also das machen wir auch mit vielen Sachen, dass wir dann Genau. einiges vakuumieren, um da halt ja, das auch nochmal die Lagerfähigkeit zu erhöhen, ne? Ja, genau. Also das ist das. Also da geht vieles. Ne? Das ist so Krisenversorgung in der Stadt, würde ich sagen. Ein wichtiger Punkt ist halt auch noch Trinkwasser. Das ist halt ein kniffliger Punkt in der Krise. Aber ich denke, bis die Versorgung mit Trinkwasser abflaut, ja,
Also da muss man dann eh raus aus der Stadt, das könnt ihr knicken, weil in der Stadt kommt ihr an sauberes Trinkwasser nur über Regen. Und selbst in den, also in Norddeutschland und so weiter, habt ihr kaum noch Trinkwässer, die nicht irgendwie belastet sind mit Phosphat, Nitrat und so weiter. Von daher, ja. Du hast gesagt vorhin nochmal eine Mottentafel mit rein. Also tatsächlich ist es ein Riesenproblem, diese widerlichen Lebensmittelmotten. Ja. Ja, also wenn ihr Hülsenfrüchte habt in großen Mengen, ob nun in Plastikboxen oder in Tüten oder was auch immer, diese Lebensmittelmotten, die sind richtig widerspenstig, aber da gibt es, ich glaube sogar, das bieten die teilweise sogar mit an, einfach eine Mottentafel präventiv mit reingehängt und gut ist und dann ist das Risiko minimiert, In ja, die aber Plastikkiste oder in den Raum, wo das lagert? in den Raum, Ach in so, den okay. Raum. Also ich habe es echt schon erlebt, dass die sich durch Plastiktüten durchgefressen Ja, haben. also ich auch. Also das ist Ja. man sehr erstaunt, ja. Ja, die sind also echt robust, die Viecher. Ja, genau. Jetzt sind wir eigentlich durch das meiste durch. Ich überlege gerade, ob ich noch etwas Wichtiges habe. Fragen im Chat vielleicht noch. Also, Ja, ich ich guck könnte jetzt nicht mal. mehr viel erzählen, aber ich will es jetzt auch nicht zu umfangreich Nee, also machen. Es ist ja eh schon sehr ich umfangreich. denke, wir haben 2 Stunden durch. Ich denke, das ist auch eine gute Zeit, ja, dass wir 2 Stunden ist noch völlig in Ordnung. Also Fragen sind jetzt erstmal keine mehr. Wir haben die eigentlich alle Fragen im Chat beantwortet. Ja, also wenn ihr jetzt Fragen habt, dann schmeißt du noch mal in den Chat rein. Genau. Ich habe hier noch, ach so, ein Buch wollte ich euch noch zeigen für die, die schon ein bisschen in der Materie drin sind. Also wenn ihr jetzt wirklich überlegt, was ich sehr erstrebenswert finde, zu Hause mal so ein bisschen Permakultur anzuwenden. Ich kenne einen, den Moderator. Hier ein schönes Buch. Das ist auch super. Also wenn man jetzt permakulturell planen will und Ja. da ja jetzt quasi Ausgangssperre verhängt ist und ich keine Vorträge mehr öffentlich halten darf, kann ich euch nur sagen, besorgt euch dieses Buch hier. So, ja. Okay. Also wie gesagt, hier wird noch gesagt, die Bücher nochmal zeigen, aber wie gesagt, einfach zurückspulen zu den Büchern im Ja, wir Stream. können die ja auch vielleicht unten verlinken. Ja, da müsstest du aber eine Liste dann mal Mache ich dir, rüberschicken, ja. weil ich glaube, ich werde das nicht so schnell finden, wie du das vielleicht da bei dir Ja, hast. ich mache dir Ne? eine Literaturliste, schmeiße ich dir nochmal rein. Genau, eines sei noch gesagt, das haben wir ja auch schon. Es ist natürlich viel jetzt gewesen. Ihr findet auf unserem YouTube-Kanal da wirklich eigentlich alles von dem, was wir jetzt durchgemacht haben, auch nochmal in Detail, in Videos oder auf unserer Homepage in Schriftform, wenn ihr was nachlesen wollt. Es gibt aber natürlich viele andere tolle Seiten auch, wie zum Beispiel das Hortus-Netzwerk und so weiter. Genau, und ja. Also ein paar Fragen sind jetzt doch noch da. Ja. Hast du Erfahrung mit Orgonit im Garten? Also. Ich halte von diesen Orgonit-Dingern relativ wenig, weil ich habe mich mit Wilhelm Reich auch mal eine Zeit lang beschäftigt. Ich will jetzt nichts dazu sagen, ob das funktioniert oder nicht. Ich habe da meine Meinung zu, aber muss ich überlegen. Also diese Orgonit-Pyramiden, meint er ja wahrscheinlich, oder gibt es auch Stäbe, die sind ja in Harz gegossen. Erstmal ist dieses Harz, also ziemlich giftige Geschichte. Es sind ja meistens Kunstharze. Und vor allen Dingen, man kann das nicht auseinander machen, weil der Wilhelm Reich hat ja auch festgestellt, dass wenn diese Energien da sind, dass man auch bei ungünstigen Lagen die quasi unterbrechen muss, damit da nicht falsche Rückkopplungseffekte Ja, passieren. ja. Deswegen halte ich von diesen gegossenen Orgonierten eigentlich relativ wenig bis gar nichts. Okay. Ja? Noch eine Frage. Muss ich den Boden bearbeiten, bevor ich Kürbis pflanze? Das kommt jetzt drauf an, wann du anfangen willst. Also ich habe zum Beispiel gehört, dass es sich günstig macht, zum Beispiel den direkt auf den Komposthaufen Na auszusehen. klar, Ja? keine Frage. Der liebt Weil er sehr alles, was viel, viel weil er Nährstoff ja hat. sehr viel Nährstoffe zieht, ja, der Kürbis. Also wäre es Genau. günstig, ihn in Nähe oder wenn nicht sogar direkt auf den Komposthaufen mit anzusiedeln? Kann man gerne machen, wenn man jetzt mehr Kürbis anbauen will, um sich einen kleinen Vorrat anzulegen. Also ideal ist natürlich im Herbst, wenn man irgendwie eine jungfräuliche Fläche hat, irgendwie ein Stück Wiese, haut man da einen halben Meter oder einen Meter Mulch drauf. Über den Winter sackt das dann auf 10, 15 Zentimeter zusammen, dann kann man den Kürbis reinsetzen. Da wir jetzt die Zeit nicht haben, das Jahr hat schon angefangen, muss man halt ein bisschen umgraben, den Kürbis dann rein und Mulch drüber. So kann man vorziehen, kann man auch Direktsaat machen. Wenn man Direktsaat macht, braucht man halt ein paar mehr, weil ein paar werden natürlich den Schnecken zum Opfern fallen, gerade am Anfang. Das ist auch noch so eine Sache. Also Schnecken im Garten sind immer ein Zeichen für zu wenig Humus und fehlende Fressfeinde. Ne? Okay, So, das hatten wir ja schon mit diesen Naturelementen. Wenn ihr das Stück für Stück aufbaut, am Anfang werdet ihr nicht drum herum kommen, Schnecken zu sammeln. Die kann man, muss man aber nicht töten, die kann man einfach, gut, dadurch sind sie auch Und in tot. der Not eventuell auch eine gute Suppe.
Ja, ich würde sie eher fermentieren und dann als Dünger nutzen. Okay, eine allerletzte Frage noch. Hier fragt Ja. jemand, woher bekomme ich diese Amerikanerpflanze, die ähnlich wie Topinambur ist, und kann ich sie neben Topinambur setzen? Oh, wahrscheinlich meint er Yakon. Bin Ja. mir ja nicht sicher. Also Yakon, wie gesagt, man muss immer gucken, sind die klimatisch passend. Also Topinambur ist so mega frosthart. Bei Yakon weiß ich es jetzt gerade nicht aus dem Kopf, wie frosthart es ist. Topinambur ist einfach genial, weil da kann es reinfrieren ohne Ende. Das ist super ertragreich und vor allen Dingen, die braucht man nicht mal ernten, sondern die erntet man dann, wenn man sie braucht, weil die im Boden sich am besten hält. Man kann die natürlich, das ist übrigens, ach, das haben wir noch vergessen. Das können wir vielleicht noch abschließend nochmal. Wollte ich eigentlich eine Folie zu haben. Lagerung. Also wie lagert ihr euer Gemüse? Wer einen Keller hat, einen Sandsteinkeller oder so, wo keine Ölheizung mit drin ist, der auch wirklich dann im Winter kalt ist, guckt, dass es mäusedicht und rattendicht ist, da kann man das einfach lagern. Das heißt, einfach irgendwo auf einen Haufen in die Ecke geschmissen, Kartoffeln in eine Kartoffelkiste selber gebaut oder einfach in die Ecke geschmissen. Da hält sich das alles sehr gut drinne. So. Wenn ihr die Möglichkeit nicht habt, hat ja heute kaum noch jemand, viele haben auch in den Sandsteinkellern mittlerweile eine Heizung drin, was total scheiße ist dann für die Lagerung. Macht euch eine Erdmiete oder einen kleinen Erdkeller, das heißt im Garten ein Loch und mauert eine Wand rein oder irgendwie Bretter, dass keine Mäuse und so weiter rein können mit einem Deckel, dass das frostsicher ist. Legt über das Gemüse ein paar Pappen, dass der Frost nicht dran kann. Und schon könnt ihr große Mengen Gemüse im Garten lagern. Es gibt auch Leute, die nehmen alte Waschmaschinen, Edelstahltrommeln und machen Deckel drauf, vergraben die im Boden, machen Deckel drauf und schmeißen dann die Karotten da rein. So, also, ne? Okay, Genau. okay. Ja, wie gesagt, alles Weitere könnt ihr natürlich auch auf dem YouTube-Kanal von Daniel erfahren, die Waldgeister, und auch auf der Homepage, die waldgeister.de. Ja, Genau. Daniel, ich denke mal, das war wirklich eine klasse informative Sendung. Erstmal auch, dass du gewisse ja, Strukturen erklärt hast, also worauf man achten sollte, und natürlich auch kleine Lösungen mit angeboten hast. Ja, vielleicht sind wir jetzt auch wieder gezwungen, durch diese Krise uns mit diesen Sachen wieder mehr zu beschäftigen, weil das ja auch letztendlich ein Stück Freiheit ist, also ein bisschen Unabhängigkeit, also ja, selbst bestimmt ja, zu sein. Ja? Und nicht nur, dass dieses industrielle Zeug natürlich auch große Nachteile hat durch die ganze Belastung und auch kaum noch was drin ist und Bestrahlung und kein Mikrobiom und so weiter. Ja, sollte das, wer es kann, natürlich umsetzen. Also Ne? am Ende sei noch mal gesagt, weil das ist jetzt natürlich, klar haben wir jetzt viele Sachen aufgezeigt, die man jetzt noch in der Krise für den Anbau und so weiter, aber grundsätzlich ist es so, also da gibt es auch Forschung zu, scheint es auch so zu sein, dass natürlich Zivilisationen, die ihren Boden übernutzt haben, bis zum gewissen Grad irgendwann nicht mehr überlebensfähig waren und aus dem und Seuchen, ja, also ich meine, wenn wir einen Boden haben, wo wir kein Mikrobiom mehr draus bilden können, dann ist ja klar, dass wir irgendwann krank werden, aus meiner Sicht, ja. Ja. Das heißt, wir kommen gar nicht drum rum, weil diese, muss ich das überlegen, in der Menschheitsgeschichte haben wir jetzt innerhalb von 50 Jahren das geschafft, unsere Böden vom Humusgehalt derart zu reduzieren, in dieser winzigen Zeit, dass da fast nichts mehr da ist. So, und wenn wir so weitermachen, kommen wir eh in eine Krise rein. Das sagen sogar die großen Institutionen, da bin ich mit denen sogar mal einig. Und das kann man jetzt, es könnt nur ihr zu Hause im Endeffekt ändern, weil ich sehe, die Bauern, es gibt Bauern, die das versuchen. Es sind natürlich noch sehr wenige und eher kleine Betriebe. Und ihr könnt jetzt natürlich auch gucken, ob ihr eine Solarwehe in der Nähe habt, wo ihr mithelft. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, noch in der Krise jetzt zu gucken, wo sind schon Strukturen da. Aber in der Menschheitsgeschichte waren die, aus meiner Sicht, die Zivilisation oder Gemeinschaften stabil, die halt divers angebaut haben, beispielsweise große Nusskulturen angebaut haben, die konnte man gut lagern. Und eins konnte man nämlich immer gut mit den vielfältigen Systemen, die konnte man nicht so gut besteuern. Ne? Aus meiner Sicht ist das nämlich die Folge auch des Staates wieder, die Form der Landwirtschaft, die wir heute haben. Weil wenn ich Flächen nach Ertrag berechnen kann, Weizen und so weiter, dann kann ich als Staat natürlich auch gut hingehen und sagen, Mensch, du hast doch so viel angebaut, jetzt zahl mal hier den Betrag X, weil, ne, Steuer und so.
Wenn ich jetzt aber ein Waldgartensystem habe mit Nüssen und so weiter, wo keiner weiß, wie viel Ertrag da ist, dann kann der schlagende Staat nicht so schön, ne? Also auch sowas spielt damit rein, ne? Gut, man weiß nicht, was diese Amtsschimmel sich da noch einfallen lassen, um auch, Kreativ sind sie ja. ja, genau, deswegen, wie gesagt, aber auch da gilt es dann sozusagen auch, sich dagegen zu wehren. Wir dürfen diesen Schwachsinn nicht hinnehmen. Die Zeit ist jetzt gerade umso mehr reif, dort auch Positionen zu beziehen. Ja, auch das, also wie gesagt, ich glaube, das muss ich nicht näher beschreiben. So ist es. Ja. Oh, Ja. okay, also Daniel, wie gesagt, vielen, vielen herzlichen Dank. Weiterführende Informationen nochmal bei dir auf der Webseite. Ja, ach so, eine Sache sei noch im eigenen Interesse gesagt. Wir sind übrigens ein gemeinnütziger Verein. Wir können Sagte auch ich in gerne, deiner Pullerpause ja, schon, ja? wir sind unabhängig, weil wir von quasi, ja, also Kleinstspenden und so weiter, machen wir all das, was wir machen. Und deswegen freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr sowas cool findet, dass ihr uns, den Michael oder uns ein bisschen unterstützt, damit wir weiter so tolle Sachen hier machen können. Das muss Genau. man auch mal sagen. Möchte ich auch dazu aufrufen, wie gesagt, unterstützt auch Daniels Verein und so weiter. Und er ist ja auch schon glaube ich, zum dritten oder vierten Mal bist du jetzt bei uns, glaube ich, ne? Haben wir die Ich glaube dritte? schon, ja, Ja. dreimal war, ich glaube das dritte Mal ist es jetzt, Dritte, ja. ich würde sagen eher noch das vierte, kann ich aber, würde ich aber jetzt nicht beschwören. Ja, Ah. also Daniel, in diesem Sinne danke ich dir für deine tollen Informationen und das muss ich auch erst nochmal wieder verdauen. Ich bin dann nun auch Besitzer eines kleinen Gartens und will das natürlich gucken, dass ich das auch umsetzen kann. Ja. Ja, das heißt, ja, die Zeit wird es zeigen. Also ich denke, einiges werden wir auf jeden Fall umsetzen davon. Ja, also erstmal herzlichen Dank und dir alles Gute und ja, komm durch erst gut durch die Krise. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, immer gern. Ja, sehr schön. Ja, wie gesagt, an euch auch nochmal appelliert, dass ihr unseren Telegram-Kanal abonniert. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung, denn wir wissen natürlich nicht, wie lange wir noch auf YouTube sein können. Deshalb Telegram ist momentan so die einzige sichere Insel, wie es scheint, um Informationen auch zu verbreiten und so weiter und auch an Informationen ranzukommen, gegebenenfalls auch mal kleine Videos hochzuladen, falls YouTube nicht mehr so funktioniert, wie wir das gerne möchten, beziehungsweise halt Links auch zu anderen Portalen, wo man Videos dann vielleicht runterladen kann, anschauen kann und gucken zu Hause. Also dementsprechend vielleicht dann Offline-Sendungen nur noch da sind. Gibt da sicherlich auch noch andere Livestream-Portale, die man nutzen könnte. Aber wie gesagt, nur zur Not, wie gesagt, Telegram. Abonniert einfach diesen Kanal, damit ihr dort auch auf dem Laufenden bleibt. Ihr könnt ihn auch stumm schalten, weil da kommen ja dann doch ein paar mehr Nachrichten am Tag rein und das kann dann auch mal ein bisschen nerven, wenn es immer piept. Den kann man auch jeden Kanal für sich einzeln stumm schalten. Ja, ich möchte mich auch nochmal bedanken bei allen Unterstützern, die auch wieder sehr mobil geworden sind in den letzten Tagen und unsere Arbeit auch ein bisschen honorieren, die wir die letzten Tage reingesteckt haben. Wir haben gerade heute noch mal ein schönes Video für euch reingestellt. Schaut mal rein. Da geht es um Bill Gates und die UN und die Übung, die Pandemieübung Event 201. Ja, also die Coronavirus-Blaupause sozusagen mit ein paar interessanten Fakten auch nochmal zu den schönen Herrn Gates, Soros und Konsorten, die halt mit der Pandemie auch in sogenannten Pandemie auch in Zusammenhang stehen. Ja, wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, lasst uns ein Like da. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Kommentiert fleißig, aber bitte sachlich auch in den Kommentaren und Informationen, wie gesagt, auf Daniels Homepage ist Ja, alles verlinkt. wo du das gerade sagst, das wollte ich noch loswerden. Diversität der Gedanken. Weil ich bin mir sicher, nach der Sendung oder generell bei euren Sendungen, das ist ja immer, dass da ein paar sagen, das ist alles Schwachsinn und wir sind nicht eurer Meinung. Man muss andere Meinungen nicht mögen, aber man muss die zulassen. Weil auch da die Menge an Informationen, vor allen Dingen an guten Informationen, macht gute Entscheidungen. Genau, okay. Ne? So. Aber wie gesagt, da gibt es sicherlich heutzutage viel Grenzwertiges auch, sage ich mal so, Ja, vorsichtig, natürlich ja. klar. Okay, also in Ja. diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Stream. Wir wissen noch nicht, also es kann sein, dass wir die Woche noch was mit der Nina machen. Da gibt es noch ein bisschen Informationsbedarf. Also wie gesagt, einfach abonniert den Kanal mit der Glocke, damit ihr Bescheid wisst, wenn hier wieder was Neues passiert. Und bei Telegram erfahrt ihr es dann sowieso auch rechtzeitig, meistens 1 bis 2 Tage oder einen Tag oder am selben Tag irgendwie im Laufe der Zeit.
des Tages wird das dann auch angekündigt und so, weil wir ja momentan auch in einer schnelleren Taktung arbeiten, deshalb ist es dann auch relativ kurzfristig, aber so könnt ihr halt nichts verpassen. Also, in diesem Sinne, vielen Dank für eure Unterstützung, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss Daniel, vielen Dank auch dir nochmal. Wunderbar, hervorragend. Ciao. Ciao.